konnte aber niemand, also es hat einen Fehler geworfen und Wir sind niemand live. konnte Ich den Fehler, will nur sagen, ja, okay. sehr, sehr, sehr Ja. gut, niemand konnte diesen Fehler reproduzieren und dann habe ich das gesagt, was früher immer unser Datenverarbeitungsbeauftragter, wie es früher hieß, gesagt hat, da lag bestimmt ein Bit verquer. Ein Bit verquer, okay. Bit Ja. müde, Bit schlafen. So, Leute, wir machen heute Videokonferenzen. Komisch, komisch. Was wir allerdings Ja, wir auch machen, ist die machen Musik an. mal Musik an. Wir machen die letzte Folge in diesem Jahr und haben Stimmt, uns aber das auch Jahr ist schon bald für den vorbei, ne? Januar verabredet und haben ein straffes Programm vor uns. Deswegen wären wir, also Ja. ohne uns den Vorwurf zu stellen, dass wir irgendwie overprepped sind, haben wir eine ziemlich gute Agenda vorbereitet, die wir jetzt einfach sklavisch abarbeiten. Ja. Und also das Thema, was mit dem ich gern beginnen würde, und du kannst mich jederzeit gern unterbrechen und sozusagen Eben. Dinge reinwerfen, Feuer frei. ist dieses Ding, der Moment, bevor Videokonferenzen anfangen. Also das ist was, was mich irgendwie tatsächlich, wir haben, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, ja, wir sind jetzt irgendwie so im dritten Corona bedingt irgendwie ein bisschen anders als Ja. vorher laufenden Wintersemester. Und seitdem gibt es halt irgendwie Videokonferenzen intensiver in der Lehre und auch für irgendwelche anderen Formate. Und also man nennt es ja auch mal ganz gerne irgendwie Video-Meeting, ja, weil es halt irgendwie so ist, wie so ein Meeting halt so früher war. Aber früher ein Meeting in Präsenz ist halt irgendwie da, ja, da war ein Raum und dann ist man da halt so hingekommen. Und idealerweise war die Person, die halt dieses Meeting organisiert hat, irgendwie auch schon eine halbe Stunde, eine Viertelstunde eher in dem Raum und hat den schon mal aufgeschlossen. Also es kam halt selten vor, dass man irgendwie mit allen, weiß nicht, Weiß, fünf glaube ich, bis worauf du fünf, hinaus willst. ja, Ja. also mit allen 5 bis 15 Leuten, die da irgendwie an diesem Meeting teilnehmen sollten, gemeinsam vor dem Raum gestanden hat und dann kam halt genau um. Wenn das Meeting halt anfangen sollte, kam eine Person, die hat irgendwie das Meeting geleitet hat, hat den Raum aufgeschlossen, alle haben sich schnell einen Platz gesucht, sich irgendwie hingesetzt. Sondern, nee, also üblicherweise war der Raum offen, man war schon vielleicht ein paar Minuten eher da, dann Konntest schon so hat man langsam sich. anfangen, Smalltalk. Genau, Erstmal man so konnte so ein Käffchen bisschen rein, Smalltalk raus, machen, ja. man konnte schon mal irgendwie so ein bisschen abchecken, vielleicht wer ist noch da, wen kennt Ja. man, wen kennt man nicht, sich vielleicht irgendwie eventuell bekannt machen und Stimmt. ja, Das heißt, du sich willst so darauf also ein bisschen hinaus, ankommen. So. Videokonferenzen haben einen Kaltstart, höre ich daraus. Das ist Naja, so, so wir und. fangen jetzt an. Naja, und in Videokonferenzen ist irgendwie. Also, ich glaube, das, was halt bei Präsenzmeetings da so vornherein passiert, das passiert halt einfach so, weil meistens die räumlichen Gegebenheiten das halt hergeben und weil eben nicht. Alle irgendwie eine Minute bevor es anfängt, jetzt irgendwie in den Raum reingebeamt werden. Also ma manchmal passiert das ja auch, ne, wenn Leute irgendwie vorher Meetings haben oder keine Ahnung was, aber zumindest so ein paar sind halt irgendwie schon da und kommen da halt schon mal so an. Und so in Videokonferenzen und dann, was halt in Präsenzmeetings dazukommt, ist, man kann eben so ein bisschen Smalltalk machen, ne? Weil das, was man Ja, halt klar. möglicherweise zu der Person links oder rechts neben einem irgendwie sagt, das hört Bleibt man erstmal halt unter nicht gleich. zwei oder unter drei, je nachdem, wie Genau, viel. das hört man halt nicht alles gleich im ganzen Raum. So, und ich bin halt jetzt irgendwie schon super, super, super oft in irgendwie Videokonferenzen reingekommen, wo halt, also erstmal, wo da ein Warteraum war, da können wir gleich noch drüber sprechen. Also, wo es halt, wo einem dann als Teilnehmerin jegliche Gelegenheit genommen wurde, sich irgendwie vorher vielleicht schon mal mit ein paar Leuten auszutauschen, zu vernetzen, Man kann was auch weder immer zu chatten noch machen. sonst was im Watt. Also, Genau, also im Warteraum ist man ja. halt komplett für sich allein. So, und dann ist es schon auch irgendwie ziemlich Schon, häufig so ja. vorgekommen, auch bei Meetings, wo man so sagt, boah, ne, da wurde jetzt irgendwie groß und öffentlich eingeladen und da sind jetzt, also man kommt rein in den Raum, vielleicht 5 Minuten bevor das so losgeht und dann sind da schon 100 Leute drin, ja, und jede Sekunde kommen irgendwie gefühlt zwei dazu. Und es sieht so aus, wenn man irgendwie gleich hier die 500 Teilnehmerinnen-Marke irgendwann reißen wird. Und dann ist da aber halt gar nichts. Also da ist so, Meinst du von der da, Interaktion her jetzt?
gar nicht. Naja, nee, oder? Da ist keine Folie aufgelegt, so im Sinne von herzlich willkommen und es geht gleich los, da läuft keine Musik, da ist gar nichts. Es ist auch niemand irgendwie schon von den OrganisatorInnen zu sehen oder auf dem Podium. Ja, jeder kommt so rein in den Raum, sagt so, also vielleicht macht man halt sein Mikrofon an und sagt irgendwie mal kurz Hallo, macht seine Kamera kurz an, winkt mal rein, macht die dann aber peinlich berührt auch irgendwie schnell wieder aus. Jeder, weiß nicht, und dann hat man so, dass jeder, also das, jeder kommt so rein und wie ich so sage, jeder rülpst mal so irgendwie ins Mikrofon, ne? Und anstatt, also, dass da dann halt wobei, jemand also, ist. Muss ich dich mal ein bisschen unterbrechen. Also, ich glaube schon, dass Videos oder auch also Videokonferenzen so einen Kaltstart haben. Also, wie gesagt, das höre ich raus. Auch weil ja, ich glaube auch, dass mehr Leute 12.59 Uhr Meeting 1 beendet oder Meeting N beendet. 13.01 Uhr Meeting N plus 1 fängt an. Und das passiert mehr Leuten. Ich hatte Gefühl, also, ja, das ist anekdotisch jetzt, aber das Gefühl, dass es gab so einzelne ausgewählte Menschen, die waren auch vor der Videokonferenz-Ära immer blockt. Wenn man mit der Person ein Meeting braucht, gibt die am besten einfach vor, wann sie kann. Und man findet so. Und ich glaube, jetzt sind mehr Menschen in Videokonferenzen grundsätzlich verplant, weil das ja so einfach ist. Einfach hier Link reingeschickt, ich blockiere, ich papp dir den ganzen Kalender zu. Und ich glaube, wir haben irgendwann in der Homeoffice-Generalisierungsphase angefangen, das als wir müssen das machen, weil das ist Arbeit. Im Büro würden wir uns ja auch treffen. Und das frisst so dermaßen viel Zeit. Und also so erkläre ich mir zumindest, dass mehr Menschen, ich sage jetzt mal ganz böse, unvorbereitet wirken, weil sie von einem Meeting ins andere stolpern. Und ja, zu dem, also eigentlich willst du ja auf diesen Moment raus, diese Awkward Silence, um es mal irgendwie auf Neudeutsch, genau, nicht Deutsch, ja, zu sagen. Es ist irgendwie so eine ganz komische Stille. Ja, und dann und dieses Getuschle ist dann öffentlich, so XY, Jutta, fangen wir an? Ja, okay, also ich heiße euch willkommen. Dann steigt die Formalität sofort, weil man will ja professionell wirken. Für Musik, da musst du Audiokanäle umschalten, umbiegen. Ich glaube, das ist halt vielen so Musik, keine Ahnung. Also Willkommensslide, hattest du ja auch gerade angesprochen, ist, ja, ich glaube, also der Vergleich ist ein bisschen unfair, muss ich sagen, zwischen sich in Präsenz treffen und sich online treffen, weil natürlich, du hast irgendwie Gestik, Mimik, du kannst dein Kamerabild nicht ausschalten. Also was, keine Ahnung, mit der Tüte über, also das funktioniert nicht, aber man fühlt sich vielleicht auch nicht so kontrolliert. Diese Awkward Silence, muss ich sagen, gibt es aber auch durchaus bei Präsenzmeetings, gerade wenn sich Subgruppen treffen, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Wenn es da dann keinen Moderator gibt, also das kann es auch in der Realität geben, will ich damit sagen. Ja, definitiv. Also um das jetzt irgendwie konstruktiv abzuholen noch, also was ich eben, wie du schon gesagt hast, was ich jetzt irgendwie vorschlagen würde, ist, liebe Leute, ja, also wenn ihr eine große Videokonferenz macht, die vielleicht auch irgendwie eher so ein Webinar sein sollte, wo vielleicht gar nicht so geplant ist, dass da jetzt 100 Leute mit Kamera und eigenem Mikrofon dann teilnehmen, weil er halt sowieso eigentlich nur ein Podium diskutieren will, weiß ich, dann streamt es doch einfach gleich oder stellt es irgendwie direkt irgendwie so in eurer Umgebung, ja, so ein, dass halt nicht. Ja, genau, ne? Dass halt nicht jeder eben reinkommt und auch zwischendurch mal irgendwie, ach hier, das ist, ach, bin ich jetzt doch, ist jetzt das, ja, Mikrofon doch an oder was? Nee, hier, ist das geh mal weg. Das, oder ist das, okay, geh mal weg, das geht hier nicht, nicht klicken hier, ja, so, ne? Und ich macht halt eine Folie, ich meine, ihr habt doch eh Folien, ne? Macht doch die Folien vorher schon an, macht irgendwie eine Folie davor, herzlich willkommen zu dem Meeting XY, irgendwie vielleicht um XY. Genau, los geht's um 10 oder wann auch immer. Ja, und dann immer, ist es halt auch zumindest jetzt in dem Videokonferenzsystem Zoom kein großer Hit, da irgendwie noch das Desktop-Audio freizugeben und dann irgendwie ein bisschen unverfängliche Musik im Hintergrund einzuspielen, ja, weil dann wissen eben alle, okay, der Ton funktioniert. Ich höre da was, ich sehe was, ja, vermutlich. Ich bin, ne, auch nicht also, zu spät, weil es passiert ja einfach auch noch nichts. Ich bin nicht zu spät und, ja, ich bin, okay, ich bin zu früh. Ganz, ganz heiß wäre ja, wenn man vielleicht irgendwie so einen Countdown einblenden würde. Da wüsste ich zum Beispiel aber auch schon wieder nicht, wie ich das jetzt machen würde, außer mit, ich mache irgendwie, gehe auf eine Webseite, wo so ein Countdown läuft, wo so, ne, also wo Zeit runterzählt, bis es halt tatsächlich irgendwie, ja, losgeht. Und
Ja, dann sind halt Leute auf jeden Fall schon mal in die Meeting drin. Die hängen halt nicht in diesem Warteraum. Sie sehen, sie sind im richtigen Meeting, ne? So wie früher. Ich bin halt im richtigen Raum. Okay, da sind schon mal auch ein paar andere Leute da. Vielleicht kann man auch schon mal irgendwie so die Netiquette. Ja. Du versuchst gerade Ich versuche gerade jetzt live einen Counter. Mach mal weiter die live einen Netiquette. Counter. Ja, ich Ja, erzähle weil einfach ich habe weiter. natürlich einen Counter, klar. Selbstverständlich, wer hat ihn nicht? Ja, und also. So, dass man halt reinkommt und sagt, okay, ich bin im richtigen Meeting, das scheint technisch zu funktionieren. Ah ja, hier könnte ich auch schon mal, wenn ich dann wollte, mein Mikrofon freigeben oder ich kann mal für mich nochmal hier irgendwie so einen Audio-Check machen. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich auf der richtigen Kamera, auf dem richtigen Mikrofon, auf der richtigen Audio-Ausgabe bin. Wie oft bin ich in irgendwelche Videokonferenzen reingekommen? Und habe gedacht, okay, ich höre nichts. Ja, wird daran liegen, dass gerade noch nicht jemand irgendwas spricht, weil irgendwie da auch nur schwarze Kacheln zu sehen sind. Und dann fing es auf einmal an und man hörte die Hütte. Ja, und dann, Ja, ja, klar. weil das wieder auf irgendwie die falsche Audioausgabe ging, Also wie weil oft steckt wir. irgendwas rum am Rechner. So, Genau, aber naja. das ist da mal nicht. Deswegen meine ich, Matthias, dass es braucht aber irgendwie so die. Also wenn du geübt bist, braucht es 5 Minuten. Aber wie oft treffen wir uns schon Viertel. Also ich kann ja immer ungefähr abschätzen, wie viele technische Schwierigkeiten ich habe. Weil irgendwie Viertel nach geht mal der Computer an, dann wird mal geguckt, okay. A und B funktionieren nicht, lass uns mal lieber um halb treffen. Wenn nur A nicht funktioniert, wie jetzt heute Skype oder wie auch immer, dann reicht die Viertelstunde. Aber weil ja jeder von Stunde auf Stunde oder sogar von 1,5 Stunden auf noch mehr getaktet sind, ich weiß nicht, warum man sowas macht, hat keiner diese Vorbereitungszeit. Also zumindest wäre das jetzt die Lanze, die ich für die Allgemeinheit brechen würde. Ja, Ah, das ist aber ich so. weiß nicht. Also wenn ich ein gro wie ich sage, wenn ich so ein großes Meeting plane, ich weiß, dass da auch vermutlich viele Leute hinkommen und da sind auch dann schon irgendwie 10 Minuten bevor es losgeht, 30 Leute in dem Raum, dann wird Ja. ich doch da. Also ne, ich meine, das ist doch wieder in Präsenz. Geht doch nicht auch jeder denn auf die Bühne und ruft mal einmal von oben Hallo und weiß nicht, Ja. also es ist halt, ich weiß nicht, da würde ja dann auch schon in einem großen, wenn du jetzt einen großen Vortrag, ein großes Vortragsformat hättest, dann wär da auch schon irgendwie so eine Willkommensfolie vorne zu sehen und du würdest halt vielleicht einen Sprecher, Sprecherin, wen auch immer, einen Moderator halt schon irgendwie auf der Bühne sehen und Was würdest du hättest denn so ein Gefühl, sagen? was da halt vorne auf der Bühne passiert, ob es jetzt gleich losgeht oder in 10 Minuten oder wie auch immer. Was würdest du denn sagen? Was ist denn so eine, was jetzt mehrfach so, wann, also die unterschwellige Frage ist, wann, oder gar nicht so unterschwellig, ja, ist eine direkte Frage, ab wann ist eine Videokonferenz eigentlich ein Webinar? Oder, also Webinar-Livestream, ich mag das Wort Webinar überhaupt nicht, weil Webseminar, das ist so, oh, das ist diese Unart, Kofferworte zu bilden. Aber ab wann wird denn eine Ich würde sagen, ab also zu 15, viele? 20 Leuten. Ich meine, Ja, also bei gehe ich größer auch als mit. 20 ist das doch eh, also Ja. selbst wenn jeder irgendwie was sagen kann mit Kamera und Ton, wird das ja selten passieren. Also weil man ja halt wieder irgendwie in einer großen Audio-Kollisionsdomäne ist und sobald halt einer was sagt, können die anderen eben in dem Moment halt nichts mehr sagen. Ja, vor allem je größer der Anteil der Leute ist, die ich nicht kenne. Also wenn meine Abteilung oder meine Gruppe oder mein Team oder was auch immer jetzt irgendwie 20 Leute ist und ich habe irgendwie mit jedem dieser 20, klar, dann ist glaube ich die Hürde, Videokamera, aber auch die Kacheln, so 4x5, das geht noch. Aber je größer und bei einem Webinar oder bei einem Online-Fortbildung, Treffen, wie auch immer, je größer der Anteil der Menschen ist, die ich nicht kenne oder nicht genau weiß, intern, extern, desto größer die Hürde wäre jetzt so meine Hypothese, dass man nicht sagt und erst recht nicht die Kamera anmacht. Also, ich fasse Okay. nochmal zusammen. Mach Ja. eine Willkommensfolie. Die kann man auch irgendwie handschriftlich ganz schnell in dem Zoom-Whiteboard da irgendwas halt hinschmieren, wenn man halt keine Folie irgendwie groß vorbereitet hat. Spielt ein bisschen Musik ein. Jeder weiß, dass er im richtigen Meeting Ja. ist. Leute können vorher sich schon vernetzen und weiß nicht, macht auch keinen Warteraum. Also, ich bin kein großer Freund von Warteräumen. Wie Ah. gesagt, dann sitzt man so davor, wie bestellt und nicht abgeholt. Und es ist so dieses, ne, es geht ja in den meisten Fällen darum, irgendwie zu vernetzen. Und damit schließe ich halt jegliche Vernetzung von vornherein aus. Und auch wie, also stell dir mal vor, man würde irgendwie so ein Studienwerbungsformat oder irgendwie sowas in der Art machen, ne? Also man möchte jetzt irgendwie externe Leute für die Uni begeistern und dann macht man da halt so irgendwie so Informationswebinare. Und dann geht das halt, keine Ahnung, um irgendwann los. Und dann kommen halt Leute, ich meine, natürlich werden
75% der Leute sowieso kurz vor Peng kommen, ja. Aber ich meine, ja okay, die anderen. Ist. Aus teilnehmender Sicht. Was total okay ist, ne? Aber ich meine, die anderen sitzen dann und dann sagst du, okay, geht das jetzt los? Geht das jetzt nicht los? Kann ich mir nochmal Kaffee holen oder was? Und dann ist so, also ich finde es nicht sehr einladend, so Warteräume. Einen Einschub muss ich bringen für jetzt die Lehre oder also je größer und je öffentlicher, das muss ich ja nicht, also schließt sich ja nicht aus. Also je größer und je öffentlicher das wird, desto eher würde ich doch persönlich einen Warteraum machen, wenn es jetzt tatsächlich so eine, der Control-Freak in mir findet Warteräume schon ganz schick. Auf der anderen Seite, was passiert da schon? Ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Nach extern würde ich einen Warteraum machen, nach intern glaube ich nicht. So wäre meine. Weil, also es gibt ja eine Kombination. Wenn ich jetzt sage, okay, man braucht nun mal eine, also man braucht jetzt irgendwie meine GmbH.de, E-Mail, wie auch immer, Domain, irgendwas Spezifisches. Dann ist tatsächlich egal, weil dann hast du halt Nutzerdaten. Aber so ein bisschen Warteraum ist schon. Weißt du, wofür wir einen Warteraum benutzen? Bei mündlichen Prüfungen oder so oder bei irgendwelchen Verteidigungen, okay, wenn so Online-Verteidigungen sind und dann möchte man sich halt intern über die Note des Prüflings und dann stellt man den Prüfling halt so lange in den Warteraum so und dann steht er halt da und dann holt man den halt wieder rein. Jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, wie ihr denn die Authentifikation der Studierenden in einer Videokonferenz macht. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben 15 Minuten also, über Awkward. Ja, genau. Also ein letzter Punkt vielleicht noch, ja, der für den Warteraum spricht. Aber der allerletzte. Eventuell, der allerletzte, ist, dass man halt vorher einen Technikcheck machen möchte, also mit den Referentinnen vielleicht, die halt irgendwie was tatsächlich in dem Meeting zu sagen haben. Ja. Und da wollte ich halt sagen, dafür muss ich aber nicht alle anderen Leute in einen Warteraum sperren, ja, und dann von Kommunikationen ausschließen, sondern ich kann halt einfach in einen Breakout-Raum gehen, ganz genau, und kann da mit allen Referentinnen einen fantastischen Technikcheck machen und sonst was, und dann kann ich die auch von da meinetwegen einzeln irgendwie auf die Bühne holen. Da muss ich jetzt sagen, das find ich jetzt Overkill, weil in der Realität Konferenz, Slot 3, Nachmittag, Tag 6, also irgendwie total. Eine Konferenz hat mehrere Tage, an mehreren Tagen finden mehrere Slots statt, ein Slot hat mehr. Also es ist ja total verworren, also jedes Tagungsprogramm jetzt letztlich. Und da hat man auch nicht die Chance zu sagen, lieber Moderator, wir treffen uns bitte eine Dreiviertelstunde vorher, one-to-one wohlgemerkt, damit wir, auch wenn wir Studierendenpräsentationen haben, das geht nacheinander, dann wird halt gesagt, okay, bitte habt alles auf einem Laptop. Und das kann man erwarten, von der Präsentationstechnik her, dass man diesen Technikcheck vor Leuten macht. Also ich muss in der Lage sein, wenn ich als Koryphäe, als Gast, wie auch immer, in eine Zoom-Session komme, dass ich mein Bildschirm freigeben kann und einen Mikrofoncheck mache, bevor ich komme, dass ich in der Lage bin. Also sorry, das erwarte ich. Also da sage ich, machen wir jetzt keinen Icebreaker, irgendwas rum. Das muss man, also. Da bin ich jetzt, wo ich sage, nö, feuerfrei. Aber das war jetzt doch wirklich der allerletzte Punkt. Außer du hast einen allerletzten. So, wir haben ja fast eine Agenda quasi. Also ich meine, du hast ja gesagt, hier, wir machen, also der Moment, bevor Videokonferenz beginnen. Check. ChatGPT. So, Leute. Boah, also, das wird jetzt. Also nur fürs Protokoll, Matthias wollte, dass wir über ChatGPT sprechen. Gefühlt als Henrik hat von vornherein gesagt, er kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Also wir machen, was ist ChatGPT? Wer unter einem Stein gelebt hat, der neue, hippe, künstliche Intelligenz-Chatbot, der mit normaler, menschlicher Sprache interagieren kann. So würde ich das irgendwie zusammenfassen. Es gibt genug Leute, die sich darüber ausgelassen haben, zum Beispiel Christian Sparnagel, cooler Typ, Grüße gehen raus. GPT is a language model, not a knowledge model. So often wrong content is expressed in brilliant language. Fasst es meines Erachtens super zusammen. Ja, würde ich auch sagen. Ganz ein Problem, genau. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht. Du hast vorhin welche getwittert. Ich habe mir im Hintergrund auch schon mal ein paar Sachen überlegt. Es kam jetzt auch irgendwie im Freundeskreis und ich habe auch so einmal groß aufgestöhnt, weil ich mir halt gedacht habe, so ernsthaft jetzt.
ausgelöst hat es ja, wenn ich den Tweet finde, ausgelöst hat es ein Tweet, es war ein deutscher Kollege und er hat gemeint, also es ist jetzt durchaus, es wird jetzt mal Zeit, Leute, weil die Hochschule ist in Gefahr. Also jetzt so ganz übertrieben. Genau, der Kollege Rupert Lepenis, würde ich sagen, spricht man das aus. Lass mich das einmal ins Browserfenster ziehen. So. Genau, und eine andere, während du das suchst, eine andere sehr kurze und prägnante Zusammenfassung meines Erachtens ist, dass dieses Sprachmodell eben sehr schön Korrelation widerspiegelt, aber nicht notwendigerweise Kausalität. Also wenn man es halt irgendwas fragt, dann antwortet es irgendwas, was halt so ganz gut dazu passt, aber es versteht halt nicht, warum und wie und Ursache-Wirkungsbeziehungen gehen meistens ziemlich hart verloren. Also womit Professor Lepenis, denke ich, recht hat, dass er sagt, hey, es wird, also das ist ja eigentlich so ein, Leute, es wird jetzt mal allerhöchste Eisenbahn gedrungen und bedingt, oder man könnte auch von Innovation oder Live-Disruption sprechen, da ist mir der Buzzword-Bingo-Charakter ein bisschen zu hoch, aber irgendwie ist ja der Tweet oder der ganze Thread so, Leute, es wird Zeit aus verschiedenen Gründen, und ich finde, das ist auch eine der ersten Dinge, die mir unter anderem aufgefallen sind. Es wird halt immer Zeit, dass wir die Uni irgendwie und auch Fortbildung, Weiterbildung, Skills, Kompetenzen, was auch alles, so ein bisschen anders auch jetzt mal machen. Und dass jetzt so wieder gesagt wird, ja, aber jetzt haben die Studierenden ja noch ein weiteres Tool. Ja, aber hatten sie halt auch vorher schon. Und ja, also in dem Tweet steckt irgendwie so ein bisschen unterschwellig drin. Wir haben jetzt schon die letzten 20, 25 Jahre die Digitalisierung verschlafen, und nicht so richtig ernst haben wollen und dass das Internet überhaupt da ist und so, und das ist ja nirgendwo in Prüfungen eigentlich vernünftig mitgedacht. Jetzt sollten wir halt wenigstens, jetzt wo das Thema KI irgendwie an der Tür klopft und sagt, hallo, ich bin es, ich bin hier ChatGPT, lass mich rein, dass man dieses Thema wenigstens von vornherein einigermaßen vernünftig mitdenkt, was es denn für Implikationen so mit sich bringt. Vor allem auch diese Abwehrhaltung, oh mein Gott, das ist direkt das Nächste, was wir durch Proctoring, harte Strafen, es muss die Prüfungsordnung geändert werden, höre ich einige schon. Nee, das ist also, das kriegst du nicht mehr weg. Und auch wenn ich mir diverse, also das ist ja, wir sind ja hier in so der lehrenden Bubble, also es sind ja kaum Studierende auf Twitter, würde ich jetzt sagen, klar, so ein paar. Aber die oder auch ein paar von mir haben sich gerade frisch angemeldet. Okay, krasser Influencer, Matthias. Ja, ich muss gucken, was ich jetzt twittere. Komma, aber, ich weiß nicht, ob du noch, ich weiß nicht, ob du den Bogen noch in die Serie, egal. Aber die Studierenden-Communities, also die auch anonym, wo Menschen das schreiben, was sie tendenziell auch denken und vielleicht auch nicht so oft drüber nachdenken, was sie schreiben, weil, egal. Das ist halt eher so Reddit, StudiDrive, es gibt noch irgendwie x andere, wo ich auch irgendwann raus bin. Aber das ist ja eher so die Klarnamen, Lehrenden, du kannst mich in der Realität an der Uni finden, Bubble, würde ich jetzt behaupten. Und wenn man sich diese Communities anguckt, können wir im Stream auch mal machen, dann findet man da viel krassere Klartextansagen, was längst gemacht wird. Also von Post zu, ja, ich habe das jetzt so und so gemacht, glaubt ihr, das wird erkannt? Was da erkannt ist, sei jetzt mal dahingestellt. Wo dann Leute gesagt haben, so, ja, das würde ich noch so machen. Also da gibt es auch ganz klar dann aus der Studierendenschaft so die Antwort, so, ja, würde ich jetzt so nicht machen, weil das kann dir hart auf die Füße fallen. Und das hier ist immer so sehr, das ist immer so sehr diese Klarform und irgendwie nicht, also es ist so ein bisschen an der Lebensrealität vorbei, soll mein kurzer Rant hier nur ausdrücken, weil das Studierende und Lernende längst machen. Also Tools benutzen, sich informieren, zeiteffizient ist später ja nochmal ein Thema. Wollen wir einfach direkt mal in die Beispiele springen? Ich finde Beispiele immer super gut, weil man halt an den Beispielen vom Speziellen zum Allgemeinen eventuell ein bisschen. Du hattest noch, genau, kriege ich das hier jetzt annähernd größer? Ja, das ist halt, ich habe das leider auch screenshotten müssen, weil der Rechner zwischendurch diesen Browser-Tab geschlossen hat, aber so geht's halt. Also das ist ein sehr schönes Beispiel aus genau letzten Freitag aus meiner Sprechstunde Get to Know zu den Grundlagen der Elektrotechnik, wo drei Studierende mit mir im Raum saßen und zwei davon hatten irgendwie die Frage zu Drehstrom. Und dann habe ich gesagt, stellt mal die Frage, okay, und ich stelle jetzt nochmal die Frage irgendwie, so wie ich sie formulieren würde,
Und wie sie vielleicht einigermaßen präzise ist dem OpenAI-System. Wie haben die Studierenden darauf reagiert, dass du gesagt hast, pass mal auf, wir fragen jetzt mal den Bot? Weiß ich nicht, haben nicht über das normale Maß hinausgehende Reaktionen gezeigt. Okay. Die haben gedacht, ja, lassen wir machen, wird schon. So, okay. Ich habe natürlich gesagt, also mal gucken, ob wir jetzt das ist ja immer der Check, den man machen muss, ne? Ist man schon diese Woche arbeitslos oder erst nächste Woche? Naja, und also diese Frage da eingetippt und dann. Kannst du ganz jetzt kurz so im Kontext geben, welches Semester und welche Veranstaltung ist das? Also ja, also Grundlagen Niveau. Der Elektrotechnik und die Frage ist so eine Frage aus dem zweiten Semester, okay, würde ich also sagen. Man kann erwarten, ja? Dass man die am Ende vom zweiten Semester beantworten kann. Man könnte erwarten, dass man am Ende eines zweiten Semesters nach irgendwie dieser zweisemestrigen Lehrveranstaltung diese Frage einigermaßen beantworten kann oder halt irgendwie so ein Beispiel dazu rechnen kann. So. Ja, genau, so. Und wenn du dir das jetzt als Unbedarfter durchlesen würdest, kannst du ja mal nebenbei so ein bisschen machen. Also, da sind viele schöne Wörter, da sind viele schlaue Wörter. Da ein ohmisches Gesetz, ja, auch das hat man schon mal gehört. Auch Kirchhofsgesetz, gut, da wäre ich jetzt schon raus. Auch diese Aufteilung, also es ist ja so, das ist ja so, ich paraphrasiere, was ich gerade gehört habe. Dann kommen teilweise schon so allgemein generelle Aussagen, die immer wahr sein könnten, so quasi Tautologien. Und dann dieser Stichpunkt, habe ich auch schon gehört. Ich könnte jetzt inhaltlich, gut, du hast jetzt hier Zweige. Ja, das hatte ich halt markiert. Das war halt, weil ich das jetzt in diesem Video-Still halt irgendwie gerade markiert hatte, um das so ein bisschen zu diskutieren. Ja, also im Prinzip, erklärt wird es, glaube ich, nicht. Nee, also es ist halt gefährliches Halbwissen. Ne? Ja. Also die Sätze machen. Der Prüfung oder der Prüfling oder der Prüfende in der mündlichen Prüfung, der sich sehr sicher ist, aber der inhaltlich nicht viel zu liefern hat. Sorry. Ja. Also okay. Man redet viel um den heißen Brei ringsrum. Ne? Also der erste Absatz ist komplett einmal die Frage wiederholt. Ja, der zweite Absatz ist, wie du sagst, der zweite Satz da, das gilt halt immer. Also Kirchhoffsche Sätze, Knotensatz, Maschensatz, Ohmsches Gesetz kannst du irgendwie immer draufwerfen, auf so eine Probleme. So, und da unten, alles, was da halt kommt, das ist so halb richtig, halb falsch. Der erste Satz ist halt genau komplett falsch. Also eigentlich müsste man nicht durch Wurzel 3 teilen, sondern mal Wurzel 3 rechnen. Ja, also es hat was mit Wurzel 3 zu tun, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Naja, und also diese Sachen da unten, das ist so auch, deswegen ist da Zweige markiert, indem sie die Scheitelspannung durch jeden der drei Zweige teilen. Wie teile ich denn eine Spannung durch Zweige? Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Und da unten, Input 2, bekommen da Input 3. Ja, also da unten, wenn der Erzeuger und Verbraucher idealen Widerstand haben, was ist denn ein idealer Widerstand? Also das klingt irgendwie alles auf den, ne? Ich habe letztens auch gelesen, da gibt es irgendwie so einen Effekt, oder so einen Namen für diesen Effekt, wenn man Zeitungsartikel liest und keine Ahnung hat von dem Thema, dann klingen Zeitungsartikel irgendwie so einigermaßen plausibel. Und wenn man halt aber Ahnung hat von dem Thema, meinetwegen, weil man bei der Veranstaltung, bei dem Ereignis irgendwie dabei war, dann stellt man fest, so ganz so wie der Journalist, die Journalistin sehe ich das jetzt nicht. Und also zumindest so die Hälfte, die da in dem Artikel drinsteht, ist irgendwie auch so halb wahr und der Rest ist so semi. Und ne, und dass man das ja nur dann eben durchblicken kann, wenn man halt irgendwie selber dabei war oder irgendwie Experte ist für das Thema. Die Tragik des Expertenwissens oder so, ne? Also, ja, ich will, also ja. Ich müsste ich jetzt mal, hätte ich mal im Vorfeld nochmal irgendwie googeln sollen. Gab es so einen schönen Namen und auch einen Wikipedia-Artikel über diesen Effekt? Vielleicht finden wir den im Nachgang noch hier raus. Aber ich habe noch ein zweites Beispiel, das ist, glaube ich, in dem Joped drin. Habe ich mal, weil man jetzt ja sagen könnte, okay, das ist hier vielleicht, das ist auf Deutsch, ne? Das ist ja zumindest so, wie ich diese AI verstanden habe. Man tippt was auf Deutsch ein, dann sagt er, okay, ist Deutsch. Dann übersetzt das eigentlich irgendwie einmal auf Englisch. Beantwortet die Frage eigentlich intern auf Englisch und übersetzt es am Ende wieder auf Deutsch zurück. Auf der anderen und jetzt Seite könnte man sagen. Quellen, die irgendwie ganz klar sagen, Deutsch, Englisch können wir super übersetzen, Machine Learning drauf, fertig. Aber ich verstehe das Argument. Eigentlich genau, also ist der ist da unten schon offen, der nächste Tab, den du da oder so. Ja. So. How can the, auch das mache ich nochmal groß.
How can the electric fields to be calculated from the power flow sensors in the far field of source? Da ist jetzt wenigstens mal eine Formel dabei. Gerade war ja so, jetzt teilt halt irgendwie alles durch 3 und fertig ist der Lack. Ist die Formel richtig? Nein. Die Formel ist falsch. RIP. Oh Gott. Also er will. Okay. Also die Formel ist komplett. Also, das ist auch wieder so. In der Formel kommt das P drin vor, es kommt auch eine Wurzel drin vor, aber es kommt halt keine Lichtgeschwindigkeit drin vor, sondern eine andere Größe, die irgendwie mit der Lichtgeschwindigkeit auch zusammenhängt im weitesten Sinne oder mit Permeabilität und Permittivität, nämlich die Freiraumwellenimpedanz. Und die müsste da, also da müsste ein P mal Eta stehen und dann halt daraus die Wurzel. Also die Wurzel ist richtig, das P ist richtig, aber der Rest da drin so. Und dann haben wir die... Deine Buchstaben sind richtig, das ist ja irgendwie so. Eine kaputte Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Also, ja, so könnte man es auch. So, und dann haben wir halt die, da steht jetzt auch wieder was, it's important to note, dass das halt in Farfield, also ne, dass es im Fernfeld ist und das ist, also das, was da so steht, ist schon im Prinzip irgendwie okay, ja. Man kennt halt den Abstand und dann kann man halt, so. Da müsste es jetzt noch einen Anschluss Tweet geben, der so, der noch mal ein zweiten Screenshot hat. So, und dann haben wir nämlich die KI gefragt, wo kommt jetzt eigentlich dieser Faktor 2 daher in der Gleichung? So, und dann sagt die KI halt, ja, also das ist halt, weil du musst dir vorstellen, dass die Leistung halt sozusagen in verschiedene Richtungen geht. Na, also du hast halt die Quelle und die Quelle strahlt sozusagen in alle Richtungen. Und wir messen ja nur die in die eine Richtung geht. Und da geht ja noch Leistung in die andere Richtung. Und deswegen geht die halt weg. So, und dann sagt es halt unten, ne, also die, die Leistung. Wir aus und messen auch. Ja, wir packen mal die Wünsche. Ne, also da geht ja was in X-Richtung. Und das ist equally distributed in X, Y und Z. Ja, und deshalb brauchen wir einen Faktor 2. Ist ja ganz logisch, weil es geht ja in 3 Raumrichtungen, X, Y und Z. Ja, und wir messen nur eine. Oder berücksichtigen nur eine, deswegen brauchen wir halt einen Faktor 2. Und dieser Faktor 2 hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Also dieser Faktor 2, wenn man den da in die Gleichung reinschreibt, dann hat er halt was zu tun mit sozusagen Spitzenwert und Effektivwert. Also das ist eine ganz andere Nummer. Und dann gibt es noch einen dritten Beat. Bei mir ist jetzt das Kamerabild eingefroren auf meinem Kontrolldisplay. Eigentlich. Aber, eigentlich also nicht. Bei mir läuft es noch. Ah, nee, jetzt läuft es auch wieder. Okay. Nee, dann ist ja, weiß nicht. Dann war kurz gerade. Lag ein Bit verkehrt. Kurz Kameramüde, ja. Alles gut. Aber hier ist ja schon wieder die Formel. Quatsch. Ja, genau. Und da ist schon wieder die Formel, weil wir halt auch mal gefragt haben, wie kann denn das, weil wir das dann nebenbei halt ausprobiert haben, dass diese Formel halt nicht mal auf die richtigen Einheiten führt. Das ist ja so der 0815-Check, den halt jeder Mathematiker, jede Mathematikerin oder ja, MathematikerInnen. Denken nicht viel über Einheiten nach, aber zumindest hier jeder Physiker, jede Physikerin, jeder, der irgendwie was mit Ingenieurwesen macht, würde halt schauen als erstes, passen denn die Einheiten, wenn ich da die Größen in diese Formel einsetze? Und die Einheiten passen nicht. Und dann haben wir nochmal gefragt, wie kann das jetzt sein mit den Einheiten? No, und das, was da oben steht, ist alles richtig. Also elektrische Feldstärke hat Volt pro Meter, diese Leistungsflussdichte hat Watt pro Quadratmeter, die Lichtgeschwindigkeit hat Meter pro Sekunde. Und dann ist da unten so eine Begründung, wie wenn man das jetzt einsetzt, wieder halt was darauf kommt. Und dann, also da steht dann auch so, ne? Naja, da kommt jetzt Volt mal Sekunde pro Meter raus und da ist halt doch eine Sekunde zu viel, deswegen machen wir nochmal einmal mit C und dann ist das halt weg so. Was man sagen sollte, lass mich mal hier einen neuen, kommen wir gleich zu, ja, ist schon wieder meine Kamera ausgegangen. Was man noch der fairerweise sagen sollte, dass die Erschaffer, die Gründungsperson, ja durchaus sagen, hier, may occasionally generate incorrect information, ist auch gar nicht mal so unbiased ab und zu und irgendwie limited null voltage, gut. Die auf deine Formel bezogen, das ist mit Sicherheit part of the knowledge before 2021. Definitiv. Aber es hat, also die Limitationen sind ja irgendwie klar. Man muss aber auch einfach mal klar sagen, das ist halt schon eine sehr krasse, auch dass man muss sich irgendwie nur schnell einloggen, damit irgendwie nicht so viele Leute ihre Requests stellen. Aber an sich, da ist keine Bezahlschranke drauf, da wird weiter dran geforscht. Natürlich haben die was davon, wenn wir mit dem Bot interagieren und ja, indirekt Daten spenden.
Aber erstmal ist es doch, also als es, ich meine, GPT war das, ich glaube, eins war wirklich nur Entwickler, zwei war Beta und dass man jetzt in der dritten Variante nicht irgendjemanden kennen muss, der jemanden kennen muss, der irgendwie bei Google gearbeitet hat. Das ist irgendwie schon ganz cool, um es mal auszuprobieren. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum das jetzt so voll in die breite Masse Alarm, Alarm, Chef, wir werden, ja, wie du sagst, wir werden alle arbeitslos. Dann hat sich das jetzt irgendwie wieder beruhigt und gefühlt sind wir jetzt irgendwie in der dritte Panik-Hype-Welle. Also, und das finde ich alles so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite ist es ganz cool, dass man das Tool einfach mal benutzen kann. In deinem Beispiel haben wir jetzt aber relativ klar gesehen, ja, nee, eher nicht. Also wie ich sage, es ist wie ein sehr selbstsicherer, aber sehr schlechter mündlicher Prüfling. Es ist, wenn jemand das in einer mündlichen Prüfung machen würde, würden wir ihn vermutlich durchfallen lassen oder zumindest irgendwie sehr schlecht bewerten, weil das so ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, gefährliches Halbwissen. Jetzt würde ich noch Ja, wir haben noch einen Tweet von Stefan Lobas, glaube ich, im Pad, der halt sagt, der das auch nochmal irgendwie ziemlich gut zusammenfasst. Genau, ja, also in der technischen Ecke, und ich würde das auch sehen, sehe ich das eher entspannt und da muss ich sagen, deswegen habe ich, weil ich habe den auch gelesen, sehe ich überhaupt nicht so oder sehr, okay, sehr eingeschränkt. Wir haben auch, also ich habe auch im Freundeskreis mit Leuten darüber diskutiert, hier, wie ist denn das bei euch? Und dann so, ja, ey, Ich habe auch mal ein kleines Beispiel mitgebracht, sowohl aus der Politik, obwohl ich kein Politikwissenschaftler bin, aber auch aus der Informatik, dass man mal anguckt, weil ich glaube, bei dir, oder das ist jetzt sogar Formeln, das war jetzt das erste Mal, dass ich, gut, wenn man jetzt fragt, wie ist eine For Loop aufgebaut, würde man auch Programmcode bekommen. Aber mir geht es jetzt eher darum, dass die Form, es sind Absätze, da sind Punkte drin, rein optisch sieht das erstmal nach einem soliden Ergebnis aus. Wenn du einfach irgendwas brauchst und irgendwas abgeben willst, was vielleicht mit Brechen und Biegen bei irgendeiner Abgabe irgendwie besteht und du kein leeres Blatt abgeben willst, wo 400 Mal Lorem Ipsum draufsteht, dann ist das eine Option. Das sind sehr viele Wenns und Abers. Durch diese... Würde ich so unterschreiben. Also, so, und ja. Vielleicht noch mal so aus dem Blickwinkel für so Abgabe-Einreichungsaufgaben. Hier ist eine Aufgabe, was auch immer das jetzt für eine Aufgabe ist. Du hast halt eine Woche Zeit, dir irgendwie was zu überlegen und dann hätte ich gerne von dir irgendwie eine PDF-Datei mit x Seiten oder so, die halt irgendwie in einem Moodle-Kurs hochgeladen wird. Würde ich auch sagen, holla die Waldfee, also da muss man sich erstmal irgendwie Aufgaben überlegen, wo jetzt ChatGPT in welcher Form auch immer erstmal nicht so wahnsinnig hilfreich ist oder wo man zumindest sagen kann, da mache ich mal eine Recherche mit und dann mache ich da irgendwie selber mit weiter. Also ich glaube, gute, nicht, früher hat man gesagt, nicht googelbare Aufgaben, was sagt man jetzt, nicht KI-lösbare, nicht ChatGPT, nicht GPT-bare Aufgaben. Um Wortbrocken und sagen wir mal auch ganz böse Wortkotze zu erstellen, reicht's in jedem Fall. Und ja, um dann aber auch anzufangen, ey, wie mache ich das denn mit dem Schrauben? Wie ist denn welche Formel? Könnte auch ein Ansatz sein, was jetzt in dem Tweet angesprochen wurde, können wir auch gleich direkt drauf eingehen. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich habe auch gleich ein Beispiel, weil es ist eben doch nicht so einfach. Wolltest du noch was dazu sagen? Oder ja, ich würde sagen, bei mir wäre jetzt eine Aufgabe, Studentinnen das korrigieren zu lassen, was da steht. Ne? Also die KI gibt es aus und dann das mal irgendwie gerade zu biegen. Oder wenn man halt Leute immer nach eigenen Erfahrungen fragt, wie schätzt du das ein aus deiner persönlichen Sicht, dann kann ich auch nicht die KI fragen, weil das ist eben nicht notwendigerweise meine persönliche Sicht. Gut, ich kann nachher die Sicht der KI als meine eigene verkaufen. Sondern ansonsten in Prüfungen, was jetzt irgendwie auch schon so angesprochen wurde, sind damit jetzt alle Open Book, alle Open Web Prüfungen tot? Nee, glaube ich auch nicht, weil also für das Beispiel aus der Sprechstunde, was du gerade offen hattest, ne, da wollte ich ja gerade noch vorhin das Video posten. Das hat ungefähr roundabout 4 Minuten gedauert. Habe ich mal jetzt nochmal im Nachgang geguckt, diese Frage einzutippen. Ja, also wenn ich die Frage nicht irgendwo copy und pasten kann, sondern mir halt so eine längere Frage, da erstmal diesen Prompt reintippen muss. Und dann erscheint ja auch nicht sofort die Antwort, sondern die wird ja so... Ne, die wird ja so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das technisch bedingt ist, ob das sozusagen nur so ein, also ob der wirklich im Hintergrund so lange rechnet, um auf diese Antwort zu kommen, oder ob das jetzt so ein bisschen gefaked ist. Ich glaube, es ist schon eine visuelle Komponente,
Vielleicht auch, um die Last auf die Seite ein bisschen zu senken, dass man halt sagt, du musst auf jede Antwort ein bisschen warten. In einer Prüfung, die jetzt so irgendwie bei uns Grundlagen Elektrotechnik, du hast halt 3 Stunden oder was auch immer, 4 Stunden Zeit, irgendwas zu machen, dann hätte ich für diese Aufgabe 20 Minuten, da kann ich nicht 4 Minuten damit zubringen oder 5 Minuten damit zubringen, irgendwie eine Frage. Weil wenn ich ja noch Tutor spielen muss. Und das kann ich auch nur, wenn ich es weiß. Das heißt, ich brauche das System nicht. Also das System wird dir da nicht viel nützen. Ja. Sag ich also jetzt mal so. Wenn du gute, kompetenzorientierte Aufgaben hast. Ja, also für mündliche Prüfungen haben wir gerade schon gesagt, geht eh nicht, weil irgendwie das. Also du kannst ja nicht mit deinem Handy stehen und da vorlesen. So, für Abgaben oder für irgendwas, was man einfach. Ja, abgeben, textbasiert abgeben muss, was aber keine Klausur ist, würde ich sagen, ja, schwierig. Ich sehe das ja beim Lesen. Und auch hier würde ich bei der einen oder anderen Stelle, wenn ich jetzt sowas lese, wie XY, es gibt verschiedene Ansätze, da, wenn ich sowas in einer Hausarbeit zum Beispiel lese, ohne jetzt Elektroingenieur zu sein, würde ich sagen, okay, dann nennen doch mal ein paar Ansätze, die von der Art der Verbindung und den bekannten Größen anhängen. Da würde hier so ein Spiegelstrich aufgehen. Welche Verbindungen sind gemeint und von welchen Größen hängt das ab? Das ist sozusagen der erste Yellow Flag, wenn man so will, dass ich sage, irgendwie ist da was da, aber wenn du doch so eine Andeutung machst, oder andersrum, mach keine Andeutung, sondern zeig mir die Fakten. Ja. Und das ist eben auch bei, ja, ich habe noch ein Informatik- und ein Politikbeispiel dabei, ich habe ja auch vorhin gefragt, welches Semester wäre das? Dann hast du gesagt, Master 2. Ich habe auch so, was ist denn ein typisches Feld? Ich habe jetzt mal, sieht man das im Browser, weil dieser Vorwurf, vielleicht das noch als Präambel, dieser Vorwurf, oh, die Geisteswissenschaften und überhaupt und ja, wir STEM und wir MINT-Fächer, gar kein Problem, aber boah, die Geistes- und Sozial, also die haben ja, mir gefällt dieses grundsätzliche Bashing nicht und so als Meme aus Family Guy, Sozial- und Geisteswissenschaften kommen rein, die anderen Wissenschaften sitzen auf der Couch, ihr denkt alle, ihr seid was Besseres. Das finde ich so ein bisschen, das ist doch eine relativ, also mich nervt es auch bei WISCOM-Formaten. Und deswegen einfach mal hier die Lanze zu brechen, einfach auch als Beispiel. Das ist allerdings das Beispiel aus der Informatik. Mir wurde von Politikwissenschaftlerinnen gesagt, dass diese Frage, welchen Einfluss hat das Einkommen auf die Lebenszufriedenheit, so eine typische Frage ist, die man wohl im 3., 4. und auch 5. Semester regelmäßig zerkaut. Von Einkommen über Gini-Koeffizienten, über Verteilung, über Fairness, was ist Equality und Equity. Equity, genau. Also da gibt es wohl relativ viel. Es gibt viele Datensätze, es gibt Reichen- und Elitenforschung. So, da könnte man ja jetzt, und da sind zum Beispiel, die brauchen wenig Formeln aus seiner Statistik, klar. Das heißt, die Fachkultur ist natürlich eine andere. Die schreiben aber Hausarbeiten. Und das ist irgendwie ein Skill in sich, Hausarbeiten zu schreiben. Und natürlich kann ich ja jetzt sagen, das ist eine typische Frage. Auf der anderen Seite ist das eine so, dass als ich nehme an, dass die jedes Semester, also die Betreuenden, die kennen alle Aspekte dieser Frage und alle Aspekte, die man in einem Dritt- oder auch einem Viertsemester stellen könnte. Das ist irgendwie ein erschlossener Ergebnisraum sozusagen. Da ist irgendwann klar, was denn fehlt. So, jetzt gehen wir mal irgendwie durch. Das Einkommen kann einen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben, ist aber nicht der einzige Faktor. Das ist schon, ich weiß nicht, das ist schon wieder so eine Binsenweisheit. Kann, muss aber nicht, ist nicht der einzige Faktor. Da könnte ich jetzt auch sagen, die Ernährung kann einen Einfluss auf das Alter haben, aber es ist nicht, also da könnte ich jetzt irgendwie Dollar-Variable. So, die Lebenszufriedenheit hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Ja, das hatten wir gerade eben schon. Da würde ich jetzt auch irgendwie direkt sagen, okay, ja, Wiederholung, kommt zum Punkt. Wie zum Beispiel der Qualität der Beziehung. Hier, bei dir hatten wir ja gerade keine Beispiele. Ja. Hier wird es jetzt wenigstens genannt. So, jetzt fehlt aber hier schon wieder direkt die Quelle. Aber komme ich gleich zu. Dann eine berühmte Studie des berühmten Psychologen Daniel Kahnemann. Ja, das ist ein Nobelpreisträger. Insofern ist das cool, dass die KI das weiß. Ist aber eine so dermaßen niedrigschwellige Hürde, das erwarte ich. Der hat, glaube ich, 2011. Das ist so, wie wenn du bei uns das Ohmsche Gesetz nennen würdest. Genau. Also ist halt irgendwie so eine. So, ist gut. Das ist dann, das Ohmsche Gesetz der Psychologieforschung. Ja, so quasi. Oder der Einkommenszufriedenheitsforschung. Okay, diese Zahl hat man nämlich auch schon mal gehört. Gab es große süddeutsche Zeitungsartikel. Ist irgendwie
ja, jetzt fast schon Allgemeinwissen, ist so eine 64.000 Euro Wer wird Millionär-Frage, würde ich mal behaupten. Es ist wichtig zu beachten. Und dann eigentlich, et al. Haben gesagt, dass noch was wichtig ist, aber weiß ich nicht. So. Aber das wiederholt doch jetzt ziemlich das, was da oben schon mal stinkt, ne? Ich meine, es ist nur ein. Genau, so. Aber das ist doch total nichts aussagend. Also der Absatz zumindest jetzt. Also, dann habe ich mich gefragt, so, aber jetzt gib mir doch mal Publikation, weil das hier würde, ich weiß nicht, das ist noch nicht mal ein Aufhänger für ein Seminar, bin ich ehrlich. Also jetzt so die inhaltliche Tiefe. Wir haben das jetzt irgendwie in 3 Minuten runtergerissen und wir sind noch nicht mal Politikwissenschaftler. Also, vielleicht, also man kann sich natürlich auch an einzelnen Punkten jetzt aufhängen. Dann habe ich gesagt, ja, aber gib mir doch jetzt mal Publikation, ich muss hier eine Hausarbeit schreiben. Das ist doch das gerade Seminar. Ich habe keine, so, eine berühmte Studie von Daniel Kahnemann. Ja, okay. Angus Deaton, okay, sagt mir jetzt zum Beispiel nichts, wäre ein Absprung zu Wikipedia. Aber das soll ja keine Recherchehilfe sein in dem Szenario. Ich will ja eine Hausarbeit schreiben. Und aktuell habe ich irgendwie eine halbe Seite oder eigentlich habe ich einen Absatz. Weil, so. Dann gibt es noch ein paar andere. Dann hat er mir hier den Titel gegeben. 1974, ja, kann man mal machen. Was würdest du jetzt lieber haben, sozusagen eine BibTeX-Datei oder was du direkt im Upper-Style in dein Literaturverzeichnis gucken kannst? Also, oder? Man könnte, also entweder ich habe den Prompt falsch gesetzt, das muss man ja auch mal sagen. Ein falsch bedientes System ergibt falsche Erwartungen. Bullshit in, Bullshit out. Ja, genau. Und, aber hier High Quality, Text. High Quality, Bullshit. Es sieht auch erstmal alles ganz, ganz schick aus, aber ich hätte jetzt erwartet, dass man durchaus, weiß nicht, wenn ich jetzt. So ein Erläuterungsstil vielleicht. Also es gibt doch bestimmt auch Quellen, die das nicht sagen und sagen, hey, wir haben das jetzt irgendwie in einer Subpopulation nicht gefunden oder vielleicht hängt es auch mit, was ist mit globalen Norden und Süden, also weitere Variablen. Ich habe ja jetzt auch einfach nur gesagt, hier, wie ist das denn? Also ich habe ja jetzt noch nicht mal gesagt, welchen positiven oder negativen Einfluss. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch einfach gerne mehr Publikationen. Also 2 Quellen doesn't make a Hausarbeit. Also das ist irgendwie... Ja gut, ich meine, vielleicht müsste man jetzt tatsächlich spezifischer fragen, welche Quellen zeigen denn einen positiven Zusammenhang, welche Quellen zeigen einen negativen Zusammenhang. Ich meine, das ist mir jetzt so im Nachgang auch noch eingefallen, bei meinem Beispiel jetzt mit dieser Drehstromaufgabe, da habe ich auch einfach nur gefragt, in einem Drehstromsystem, da war jetzt auch nicht gesagt, dass das symmetrisch ist. Die Antwort würde aber nur darauf passen, wenn das halt symmetrisch ist, weil nur dann gibt es diesen ominösen Faktor Wurzel 3, der da halt mal auftauchte. Ne? Wenn das, eigentlich hätte die KI erstmal fragen müssen, wie ist denn dein Drehstromsystem? Ist das, ne? Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist die KI jetzt eben in dem Fall gar nicht so wahnsinnig darauf programmiert, hier tolle, schlaue Rückfragen zu stellen. Wie meinst du das denn, lieber Prompt-Nutzer? Ja. Welche Informationen hättest du denn gern? So ein, ja, ich erzähle dir mal was und dann musst du mir mal sagen, ob dir das passt oder nicht. Ne? Wobei du hast ja auch relativ klare Rückfragen gestellt, aber auch wieder in natürlich menschlicher Sprache. Was ja jetzt nicht wirklich gesagt, Variable in dem Array 1, Position 2, ich meine die, sondern was ist dieses C? Und das würde man ja natürlich auch erwarten. Jetzt wollte ich hier mal sagen, okay, gib mir doch mal diesen Titel zusammen, weil ich bin ja Student, Abgabe ist, was haben wir, Montag, Abgabe ist am Freitag. Ich hab keine Zeit, ich habe auch keinen Bock. So. Dann sagt er, ist eine Studie von Richard Easterlin. Ist das so? Weil, was wir ja auch schon auf Twitter festgestellt haben, es werden Quellen gefunden, die nicht existieren. Und es werden Quellen gefunden, die existieren, aber etwas anderes sagen. Also entweder, weil der Name nicht stimmt oder weil Behavior einmal englisch und einmal amerikanisch geschrieben wird. Also die Divergenz ist da relativ groß. Aber er hat ihn gefunden. Das würde ich erinnern. Okay, das ist irgendwie wahrscheinlich aus dem Abstract schlau gezogen. Auf diese Antwort wäre ich gekommen, wie du sagst, in der Zeit, in der ich diesen Prompt geschrieben hätte. Stichpunkte sind nicht arbeitsfähig für eine Hausarbeit, würde ich jetzt behaupten, in keiner Disziplin und auch nicht in der Politikwissenschaft. Das heißt, ich müsste jeder dieser Punkte wahrscheinlich auf ein Unterkapitel herausarbeiten. Als Idee und als Möglichkeit, mich in eine Richtung zu nudgen, in Ordnung. Das Problem ist, dass ich dabei davon ausgehen muss, dass das hier ja stimmt. Und dann kommen wir aber an einen Kompetenzgrad, der mir auch diese KI nicht abnehmen kann, weil ich ja rein theoretisch jedes dieser Ergebnisse nochmal in einem eigenen Chatfenster überprüfen müsste. Und dann bin ich aber irgendwann so stark im Rabbit Hole, dass ich
tatsächlich das, die eigentliche Arbeit mache, die mir aufgetragen wurde, nämlich eine Hausarbeit zu schreiben und den existierenden Korpus der Literatur zu untersuchen. Und dann ist cool. Aber so, vorher sehe ich es nicht. So, dann habe ich gesagt, hier, ja. Aber... Und also, ist jetzt... Machen wir nochmal den letzten Abschnitt da. Die Studie von Easterlin zeigt, dass genau. Das Einkommen... Aber also, das ist irgendwie so... Ihr Bürger Roms, wir haben etwas gefunden und alle kommen zusammen, alle sind voll interessiert. Also es kann, muss aber nicht. Wir sehen uns nächste Woche. Also der Hype ist da, dann kommen ja hier durchaus Punkte und vielleicht ist auch der Einschub, ja, es funktioniert in einer Disziplin besser. Aber ich habe jetzt auch noch das gleiche, oder zumindest die gleiche Abfolge an Prompt, damit der Bias zumindest gleich ist, auch für die Informatik gemacht. Da schreibt man weniger, oder auch hier habe ich ein Szenario mitgebracht. Da schreibe ich ja weniger Hausarbeiten, aber man schreibt eine Bachelorarbeit, zum Beispiel bei uns. Und jetzt habe ich mir überlegt, wahrscheinlich schreibe ich keine Hausarbeit in einem Seminar als alleine. Aber bei uns ist es zum Beispiel durchaus typisch, dass man einen Prototyp entwickelt, zu zweit, alleine, im Team. Und entweder, ja, und so eine Art Begleit, ich glaube, das nennt ihr auch Projektskizze, was ihr auch bei den Lego-Robotern macht. Also irgendeine Art von Text, 5 bis 8 Seiten von mir aus, sollen schon dabei sein. Dass man einfach mal sagt, hey, was haben wir da eigentlich gemacht? Welche Elemente haben wir benutzt? Welche jetzt zum Beispiel Entwurfsmuster haben wir benutzt? Wie haben wir gearbeitet? Welche Libraries und so weiter? Und warum haben wir das getan? Das finde ich immer einen relativ wichtigen Punkt, weil eigentlich kann ich ja erstmal alles benutzen. So. Bist du noch da? Ja. Und die Idee wäre, dass man sagt, ich habe jetzt dieses Seminar und da benutze ich von mir aus MVC. Super simples Muster. Und dann habe ich gesagt, welchen Vorteil hat das denn? Dann kommen da Punkte auch wieder so auf Schlagwortebene. Ja. Reicht jetzt noch nicht. Also um die Trennung der Funktionalität zu erklären, bräuchte ich irgendwie mehr. Aber ich kriege zumindest eine Idee. Das sind jetzt allerdings cool. Also wenn ich jetzt diese Punkte hier nehme, wenn ich jetzt jemals Slides bauen sollte oder mal wieder Slides für den nächsten Kurs, dann nehme ich die. Ist doch genial. Aber das kann nur ein erster Input sein. Und das, also sage ich jetzt ganz selbstbewusst, das bringt nicht unsere Jobs in Gefahr. Also, coole Idee, aber in der, also wieder nochmal, wenn jetzt Leute das sehen, ja. Vielleicht benutzen wir den Prompt falsch, vielleicht gibt es auch in der Pro-Version, ja, mag alles sein, sich nach 2 Minuten anmelden und Ergebnisse bekommen, sieht allerdings so aus. Und das ist ja der Reality-Check. Ja. Auch wieder hier, eine gute Struktur, so. Ja, ja. Vielleicht noch zu dem vorherigen Beispiel oder generell zu dieser, sagen wir mal, natürlich sehr, sehr schemenhaften oder sehr breiten Unterscheidung zwischen hier, da sind die harten MINT-Fächer und da sind irgendwie die geilsten Humanwissenschaften. Also vielleicht ist ja der Punkt, dass eben dieses, das, was so eine KI da schreibt oder was man halt als Student, als Studentin schreibt in Abschlussarbeiten oder halt als Wissenschaftlerin in Paper, dass das jetzt hier in dem Fachbereich vielleicht tatsächlich in Anführungszeichen ein bisschen weicher ist, ne, und immer so dieses, ja, hätte, könnte, sollte unter diesen Bedingungen vielleicht auch nicht oder, ne, und ich meine, bei uns ist halt, da ist eine Formel, die Formel ist halt richtig oder falsch, also da gibt es nicht so einen Graubereich dazwischen. Und aber, das eben ganz kurz Anschub, wenn ich jetzt aber sage, gib mir doch mal den Gini-Koeffizienten und interpretiere die Ergebnisse, dann habe ich da ja eine Formel und eine Erklärung. Und wenn das eine falsch ist, dann kann die Erklärung nicht stimmen. Ja. Also, ja. Und ich meine, und ich meine, hier ist vielleicht so, also hier kann da kann ich halt schreiben, was ich will, da ist irgendwie immer ein bisschen was Wahres dran, verstehst du, wie ich meine? Ja, klar. Also das ist so, wie mein Kunstlehrer früher gesagt hat, in jeder Farbe, also weil er mal bei Rot über die Ampel gefahren ist, in jeder Farbe steckt ein bisschen Grün, ja, also das ist so Dinge, die nur Kunstlehrer sagen, ja. das ist halt, also ich glaube hier zu einer, aber ich, wie gesagt, das ist jetzt sehr weit von meinem Feld, aber ich würde halt behaupten, ich kann viele sozial-, gesellschafts-, politikwissenschaftliche Fragen stellen und da werde ich immer Antworten drauf formulieren können, wo halt keiner sagen kann, das ist falsch, sondern naja, das könnte schon so sein, das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Ja, also es gibt halt schon so klare, das Subsidiaritätsprinzip der EU. Da kannst du nicht einfach freestylen und sagen, ja, das ist irgendwie von klein zu groß.
Das ist irgendwie auch wahr, aber das ist nicht genug und damit falsch. Und ich will auch einfach die Betreuenden, die sehen das. Und zwar auf den ersten, spätestens auf den zweiten Blick. Und natürlich kannst du das jetzt ganz nitty-gritty kombinieren und irgendwie rückübersetzen. Und dann machst du also diese ganzen anderen Tools, die wir letztlich hatten. Aber das bringt uns auf die Ursprungsdiskussion. Bescheißen gab es schon immer. Das wird auch immer so bleiben. Der Großteil macht es nicht, muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Und wir können jetzt keine technologische Lösung für dieses soziale Problem oder dieses Prozessproblem. Unsere Prüfungen an der Uni sind nicht, und ich hasse dieses Wort, aber ich benutze es trotzdem, zeitgemäß. So, also stellt doch bitte das Ding um, also diese ganze Maschinerie, anstatt ein altes System zu beschützen, das reformbedürftig ist. Ja. So. Und die ganzen großen EdTech-Unternehmen, die halt alle schon vor 10 Jahren geschrien haben, wir können euch helfen, eure Hausarbeiten KI-basiert zu überprüfen. Ich meine, hat man damals schon irgendwie gesagt, ist halt großer Quatsch, weil ich meine, irgendwann werden wir halt dahin kommen, dass die Studierenden eine KI benutzen, um Texte zu schreiben und wir eine KI benutzen, um die Texte zu bewerten, die Studierenden geschrieben haben und man sich dann schlussendlich irgendwann mal die Frage stellen muss, was wollen wir eigentlich, ne? Was wollen wir eigentlich machen? Was mir bei diesem Beispiel auffällt, total abseits der KI, aber ist mir zum Beispiel sofort aufgefallen, dass du bei MVC-Muster keinen Bindestrich gesetzt hast. Sowohl in der einen Frage als auch in der anderen Frage. Ja. Ich würde halt behaupten, dass da halt definitiv ein Bindestrich hin muss. Ja. Und ich weiß, dass den bei uns Studierende auch sehr gern vergessen. Und ich halt an solchen Kleinigkeiten sofort, wenn du halt so Absätze hast, da sind Bindestriche drin, dann hast du Absätze. Der Absatz ist zu gut. Genau, dann hast du Absätze, da sind keine Bindestriche drin und die Grammatik ist irgendwie ein bisschen holprig. Was ich auch oft Studierenden schon empfehle, die so nicht so ganz so gut, wo man sagt, ja, sie sind halt Ingenieur geworden und kein Deutschlehrer, dann sage ich immer, nehmt euren Text, den ihr auf Deutsch geschrieben habt, übersetzt den halt mit DeepL auf Englisch, guckt, dass es einigermaßen stimmt, übersetzt ihn halt mit DeepL zurück auf Deutsch und dann ändert im Zweifel einzelne Wörter mit der richtigen Endung, aber ändert nichts mehr an der Grammatik, dann liest sie sich meistens viel besser als das, was ihr vorher geschrieben habt. Und dann haben Leute bestimmt schon, Herr Markowski, Sie haben recht, das klingt viel besser. Ich sag, natürlich hast du recht. Leider, ja. Also das wie Christian Spannagel sagt, zumindest von der Sprache her, das muss man vielleicht sagen, von der Sprache her ist das, was da rauskommt, sehr, sehr gut. Aber auch von der Punktuation und von Bindestrichen. Genau, es wirkt erstmal relativ shiny, aber ich habe ja einen Autorenstil. Und wenn ich jetzt anfange, Dinge zu schreiben und gebe dem eine gewisse Notenschwungfeder, also digital natürlich, es hat eine gewisse, ja, wie gesagt, Bindestriche, so Kleinigkeiten, aber auch, wie lang sind die Sätze? Und wenn sich auf einmal der Stil verändert und dann wieder zurück verändert, ich weiß nicht. Ich habe übrigens noch einen Tipp, da braucht man keinen Akku für und kein Abo und auch kein DeepL. Schreibt eure Hausarbeiten selber, gebt die dann einem Kumpel, der vielleicht über im gleichen Semester oder wie auch immer ist, ihr lest dafür seine oder ihre und dann kann man ganz natürlich, ohne Akku, mit menschlicher Intelligenz gegenseitig die Seminararbeiten verbessern. Nur so als kleiner Tipp aus meinem Studium. Ist nämlich erlaubt. Das darf man. Vor allem macht das die Arbeiten besser. Oder auch Familien. Ich würd jedes Familienmitglied einmal im Semester verhaften, Hausarbeiten zu lesen. Also wie viele Hausarbeiten meine Familienmitglieder lesen mussten. Ich will das Beispiel noch kurz zu Ende machen. Er hat ja hier jetzt, ich habe ja gefragt, gib mir bitte ein bisschen auf die Publikation, weil ich will ja auch hier eine kleine Hausarbeit oder kleines Prozedere schreiben. Ich kann leider nichts finden. Wenn ich das jetzt selber auf Scholar oder auf ResearchGate eingebe, wie viele Millionen an Punkte habe ich natürlich, die mir da was rausgeben? So, dann sage ich, fasse den Artikel doch mal bitte kurz zusammen. Von Iva, Gris, was nicht immer. Auch wieder so blablabla, okay. Und die haben noch mehr geschrieben. Ich habe jetzt nicht reingeguckt, ich müsste mir das jetzt angucken, aber jeder größere Artikel, und hier wird er mit Sicherheit die Großen gefunden haben, da ist nicht eine Zahl drin. Das ist relativ schwierig, wenn ich einen Artikel schreibe, der die Wiederverwendbarkeit von Software adressiert, oder? Also das ist doch irgendwie der erste Yellow oder der zweite Red Flag. Da fehlen Dinge.
die, wo ich als Wissenschaftler weiß, die sind in einer Literatur vorhanden. Ja, definitiv, ja. So. Also, ja. Fazit, sagen, es ist besseres Googeln, schlechteres Googeln. Langsameres Googeln vor allem. Langsames Googeln, aber mit schön formulierten Antworten. Ja, aber wenn ich nochmal auf das Politikbeispiel, habe ich auch direkt überlegt, das kann ich auf einzelne Länder runterbrechen, ich kann nach Zitaten, also alles das, was wir unter Literatur- und Medienkompetenz verstehen und was man auch im dritten und vierten Semester irgendwie erwarten kann, auch dieses, sich mit einer Materie zu beschäftigen, ganz auf eine Talsohle und dann bitte wieder hoch, weil wir brauchen irgendwie the gist of it in der Hausarbeit. Darum geht es doch eigentlich im Studium. Klar, Formeln auswendig lernen, aber auch auswendig lernen eher nicht. Wissen wann und wie und wissen wann C die Geschwindigkeit, was war das vorhin bei dir, die Schlichtgeschwindigkeit ist und wann der Zweipol-Irgendwas-Faktor gemeint ist. Darum geht es doch. Und das wird einem nicht abgenommen. Vor allem, wenn man es da nicht erklären kann, selbst wenn es richtig ist. Das ist ja irgendwie auch noch ein Fall, den wir hatten. Dass das, was geschrieben ist, korrekt ist, aber man kann nicht sagen, warum. Also selber jetzt auf der Prüfungsebene. Ja, das ist ja ein generelles Problem irgendwie von KI. Also ja, ja. Ich meine, so ein schönes Beispiel nochmal, jetzt total unabhängig von der KI, aber bei uns ist ja so ein Verfahren, was viele mal irgendwie im Rahmen ihrer Forschung anwenden müssen oder bei Abschlussarbeiten, ist Fourier-Transformation oder Fast-Fourier-Transform am Computer, ja. FFT. Und da hatte ich letztens auch wieder das Beispiel oder das Problem, dass ein Student, eine Studentin das irgendwie genutzt hat. Die hat irgendwie Messungen gemacht oder der hatte Messdaten und hat dann diesen Algorithmus da drauf geworfen. Und dann habe ich die Person halt gefragt, ja, aber sie laden die Messdaten ein, dann verrauschen sie sozusagen künstlich die Messdaten und dann machen sie erst die Analyse, warum dieses künstliche Verrauschen. Ja, weiß ich nicht, aber das war in dem MATLAB-Beispiel so drin. Mhm. Ja, und dann gibt es halt ein Beispiel in der Hilfe, wo halt zwei perfekte Sinusfunktionen irgendwie genommen werden, überlagert werden und dann will man halt von denen also dann werden die mit Rauschen überlagert, weil man halt zeigen will, obwohl die total verrauscht sind, kann ich halt mit diesem Algorithmus immer noch aus diesem Rauschbrei eben die beiden Frequenzen und so und die Amplituden raus extrahieren. Also ne, ein bisschen verrauscht mit ein bisschen Unsicherheit, aber in dem Zeitverlauf sehe ich halt fast gar nichts mehr, aber in dem Spektrum halt ja. Und die Person hat aber überhaupt gar nicht verstanden, was da halt passiert, was da eigentlich gemeint ist, was halt dieses ganze Ding macht. Und ich glaube, das wird halt, also ich weiß nicht, letzte Woche gab es ja auch diesen einen Tweet, der auch so ein bisschen viral gegangen ist. Ja, hier ein Schüler in meiner Klasse hat halt jetzt eine Sprachausgabe für ChatGPT programmiert. Der 15. Lehrer kommt auf die, also sorry, ey. Leute, in Python, ja. Und, genau, und ich meine, ja klar, also das, aber dann, das ist ja dann auch nur schlaues Kochrezept anwenden und das Kochrezept anwenden, wenn ich nicht verstanden habe, was das Kochrezept macht, scheitert ja spätestens daran, wenn ich dann halt irgendwie das Kuchenrezept verdopple, ist ja auch mein Standardbeispiel und dann den Ofen halt auf 400 Grad stelle, weil ich nicht verstanden habe. Ich wusste warum. Also, genau. Es ist ja auch dieses, ich habe mit einer, also auch die ganzen Hipster-Lehrer, sorry, jetzt muss ich auch hier ein bisschen ranten, aber ich habe jetzt mit meiner Klasse KI-Texte analysiert. Ja, das war 2020 cool, das habe ich irgendwie verstanden, aber sollte der Standard jetzt nicht anders sein? Also, dass es noch so viel, dass man damit noch so viel Welle machen kann. Also, ja. Oh ja, ich halte das schon für, also ich glaube auch nicht, dass das so viele SchülerInnen und glaube ich auch Studierende halt kennen und tatsächlich irgendwie intensiv nutzen. Ich würde wieder sagen, die Guten, die sowieso alles wissen und alles können, die machen das auch noch und gucken mal und die verstehen auch, was da passiert. Aber ganz viele, die halt nicht, also wenn du jetzt halt nicht verstanden hast, im Lehrbuch, wie jetzt Drehstromsysteme zu berechnen sind und du hast den Wikipedia-Artikel durchgelesen, auch nicht so wirklich verstanden, was da passiert. Jetzt fragst du halt die KI und die erzählt dir irgendwas, das verstehst du aber auch nicht so richtig und dummerweise ist es auch noch irgendwie zur Hälfte falsch. Also ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass wir, also um vielleicht diese abschließende Frage zu klären, ich glaube nicht, dass wir da jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr arbeitslos sind. Mal gucken, was da jetzt noch so passiert. Was ich bei uns definitiv ein Problem sehe oder noch eine Herausforderung ist, dass diese KI natürlich oder ChatGPT da irgendwie so ein bisschen mit Formeln umgehen kann, aber ich ja schwer da Formeln reingeben kann.
oder schwer dem sowas wie Schaltbilder oder Diagramme. Ja. Oder wüsstest du, wie das geht, wenn man jetzt sagt, pass auf, hier ist ein Diagramm, das ist ja auch so eine klassische Standardaufgabe, meinetwegen bei meinen Kindern im Gymnasium. Ja. Ja, hier ist ein Diagramm mit irgendeinem Zusammenhang. Beschreib mal in Text, was in diesem Diagramm drin steht. Und ich meine, dann ist das ja auch so eine Kochrezeptaufgabe. Was steht an der X-Achse, was steht an der Y-Achse? Ja, was für ein Zusammenhang ist da jetzt halt und was für... eine API, also... Kommst du wahrscheinlich OpenCV und sagst, das ist ein Diagramm, da sind Achsenbeschriftungen dran. Also wenn du das Diagramm Maschinendesbar hast, kein Hit, ne? Aber genau. Und bei uns halt Schaltbilder. Also wenn du jetzt, wenn du der KI halt sagen könntest, pass auf, hier ist eine Schaltung, berechne mir die mal, dann ist Netzwerkberechnung, Grundlagen, Elektrotechnik natürlich auch tot. Cool. Aber solange halt du selber als Student, als Studentin noch erkennen musst, okay, ha, das ist die Schaltung, da sind die Quellen, da ist die Widerstände, was ist zueinander in Reihe, was ist zueinander parallel, wo sind irgendwie unabhängige Maschen? Also wenn ich das erklären kann, gebe ich meinen Kommilitonen Nachhilfe. Also, So, ich würde mal sagen, wir haben dieses GPT, wir sind mal wieder late to the party, aber was soll man machen? Aber da kommt man wenigstens ein bisschen auf andere Sachen irgendwie total. Schon mal reagieren. Aber ich finde es, also wie gesagt, wir sind... das ist zu 70% Hype. Und nur weil man alles mit KI machen kann, muss man nicht alles mit KI machen. Also, so, als. So, wir hatten noch eine weitere Agenda. Huddling. Oh, Videos. Huddly. Scheint schon älter zu sein. Okay. Fang mal das Intro an. Ich such die URL raus. Mach mal das. Also, ja. Also, ist mir vor ein paar Wochen, denke ich, irgendwie mal in die Timeline gespült worden. Habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht, ich wollte jetzt diesen, wir gucken es uns an und reagieren darauf, Moment nicht kaputt machen. Es ist ein Multikamerasystem. Ich habe es mir von der Beschreibung, wo ich es gelesen habe, so ein bisschen so vorgestellt wie Zoom Rooms. Du hast halt irgendwie eine Kamera oder pflasterst mehrere Kameras in einen Raum, um irgendwie tolle hybride Meetings zu machen. Weil ich meine, das Standardding, was man ja so hat, ist, stellst halt eine Kamera hin, dann hast du irgendwie so eine Gesamtaufnahme von dem Raum, kannst die Hände halt ein bisschen hin und her schwenken und vielleicht eins auf einzelne Leute zoomen. Oder du hast halt ein Tracking, haben wir uns letztens schon ausführlich drüber unterhalten. Oder du hast halt ein schlaues, also so ein Polycom-System zum Beispiel, was gar nicht so teuer, ja. Warum kostet die $500? Ja, gibt es hier mal so ein Demo, wo man sich das mal irgendwie angucken kann, was die jetzt halt Tolles kann? Leute, okay. Also, weil so wie ich es mir vorgestellt habe, ist, dass sie dann einzelne Gesichter rausschneidet und die als wieder als einzelne Kacheln in dein Videokonferenzsystem einspeist. So, also, du müsstest ein Video sein. Warum bist du kein Video? Du bist... So. Aber ich meine, bis jetzt sieht es ja erstmal aus wie... Gut, das ist Portrait-Lighting. Macht halt Perspektivenkorrektur. Aber das ist, also vielleicht, wie gesagt, die Kamera kann das bestimmt. Das ist aber jetzt... Doch, das ist sogar ein Video, okay. Aber... Sieht aus wie rein und raus gezoomt, oder? Was ist jetzt, nee, das ja, ist jetzt die Perspektive? Quasi von nah oben rechts auf vorne links. Also die korrigiert nach oben. Desktop-Framing. Na gut, das kann ich aber mit meiner Logitech hier auch, dass ich die halt einstellen kann. Okay. Okay. Was ist denn, warum heißt sie denn Multikamera? Das verstehe ich nicht. Na, ich glaube, das ist das Ganze. Ah, ja. Okay. Und guck mal, da ist KI drin. Frag mal die Kamera, was sie kann. Das war jetzt ein Scherz. Machst du jetzt wirklich, ja? Na klar. Ja klar, mach mal. What is the Huddly Multicamera? Ach so. So wird die doch geschrieben, oder? Ja. Und ich meine, Unique Selling Proposition, ich meine,
Unique Selling Point, ja. Ja, da schauen wir mal, was sie sagt. Wahrscheinlich sagt sie, könnte sein, dass sie zu neu ist, natürlich. 2000, obwohl die müsste es schon. 2021? Okay. Okay. Siehst du, regardless of where they are seated. Okay, das ist für mal. Ja, also sie macht halt das, was eine Rallye oder was ein Meetup-System im Prinzip irgendwie auch macht. Ne? Also sie erkennt, da sind Personen sitzen da. Aber was ist das? Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ob man drei von diesen Kameras braucht oder ob das jetzt das nur eine geile Animation ist. Get preferred access. Ich bin ja eigentlich nicht unbedarft, aber ich bin ein bisschen überfordert. 16 zu 9, also, ist das, was ist das für eine CSI Miami Overview hier? Aber guck mal, pass mal auf, guck mal, ich glaube jetzt, da ist sozusagen hier, für den kleinen Raum würdest du eine Kamera hinstellen, ja, ja, für den großen Raum. Auch L1? Ah, das sind die Produktnamen. Naja, nee, das ist sozusagen, für den Large Room würdest du halt zwei Kameras hinstellen, ne? Eine rechts, eine links, die halt immer jeweils in so ein bisschen Winkel die Leute halt filmt. Du hättest in der Mitte deinen Screen. Kamera sein. Ja, ich glaube, das soll nochmal eine Kamera sein. Ja. Okay. Da ist ein Video. Da ist ein Video, okay. Ich mach das mal aus, weil, keine Ahnung, mit Copyright, Strike. Ja, genau. Wir haben ja unter... It's a product and a concept. Okay, klar, so, also das hat Steve Jobs vorher auch gesagt, we have been working on this for years. Ah, okay, Hadley Studio, sie haben sie sozusagen so halb umbenannt, höre ich raus. Okay, Dinge besser machen wollen, die Welt ist noch nicht perfekt. Got that. True. Using the same network cameras, okay, das würde... Oh, permanente Videokameras auf dedizierten Stativen. Wer hat das denn gefordert? Da klingelt was. Ich finde es übrigens großartig, dass sie die Szene mit ihm dadurch drehen, indem er mit der Schwenkkamera ihn eingefangen hat und die nicht von der AI operated wurde, sondern von einem Menschen. Just saying. Deswegen wollte ich es mit dir live angucken, das Video, weißt du? Ja, weil, also wenn ich ein Produkt habe, dann bin, also, naja, das war laut, sorry. Okay, it's amazing and we have a problem and the problem will be solved by, okay. So, guck mal, das ist jetzt, genau, ja. Those are like reaction shots, listening shots, speaker shots, overview shots. Overview shots, gib mir overview shots. Aber wie es funktioniert, haben wir jetzt noch nicht erfahren, oder? Habe ich es verpasst? Okay, nee, so okay. Ist... Ich befürchte, es kommt nicht mehr. The first ever short film directed by AI. Ich glaube, short film, aber ja. Okay. Add production value to you. How does it work? Ja, also ich glaube, die Idee ist, die wir schon mal gesagt haben, pflaster den Raum voll mit Kameras, sodass du verschiedene Perspektiven hast und dann lass eine KI entscheiden, wer gerade spricht, der wird halt groß im Bild gezeigt und dann zoomt diese Kamera halt automatisch dahin und speist halt irgendwie ein Bild rein, okay, in Zoom und in dem Zoom-Bild ist eben... Ja, wenn wahrscheinlich still ist im Raum, der gesamte Raum zu sehen, wenn einzelne Leute im Raum sprechen, halt diese Person groß im Zoom. Ich meine, das ist das, was ich meine. Das kriegst du halt auch mit einer Rallye hin irgendwie, indem du halt viel händisch zoomst auf dieser frickeligen Fernbedienung. Oder das kriegst du halt hin, indem du irgendwie, also die Meetup macht das ja so ein bisschen semi-automatisch, versucht immer so zu fokussieren, dass halt alle Leute im Raum gut draufpassen. Aber du hast dann im Zweifel eben immer so ein...
ja, so eine so eine Bildkachel für den gesamten Raum. Und wenn halt da irgendwie 10 Leute im Raum sitzen, siehst du jeden nur so 2 Pixel groß und dann erkennt man halt nicht wirklich, was da ist. Und eigentlich müsste man jetzt, so wie es da so steht, ne, Ja. die müsste eigentlich Bounding Boxes um die Personen rum erkennen und dann diese Bounding Box halt großziehen. Dann lass uns doch mal, also ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Ich will vor Ja, allem mach so ein mal hier, bisschen die das ist ja auch Ausrichtung. nur 1 Minute lang. So. Mach wieder einen Ton aus und gib mir mal einfach Captions. Okay, L1, also L1 ist das eine Produkt. Das ist ein Ja. Medium Meeting Room, schön pastellig gehalten, Farben, so. Ah, guck Das, mal, da geht alles. ja. Das ist halt irgendwie ein bisschen Layer, ein bisschen Filtering, okay. Die Boxen sind, glaube ich, nur zur Demonstration. Okay, jetzt hat er erkannt, es sind 2 Menschen dabei. Ah, guck mal, der Raum füllt sich, es werden immer mehr. Okay, und jetzt nochmal, wer es nicht verstanden hat, also ich, was passiert, wenn nicht 6, sondern 4, nicht 4, sondern 6 Menschen? Okay. Das Oh, Problem ist, pass auf, ich bin. ChatGPT einfach erklärt. Guck mal da oben. Das. Nein, klickt er jetzt nicht drauf. Nee, auf keinen Fall. Aber. Also nochmal zurück. Ich bin Entscheider an einer Uni. Bin ich zum Glück nicht. Und jemand sagt, Leute, also du bist mein Abteilungschef, wie auch immer, Einkaufsvorgesetzter. Und ich sage, pass mal auf. Wenn wir in der Situation sind und es sind 4 Leute im Raum, da gibt es ein System, das kann erkennen und dann kommen 2 dazu. Klingt irgendwie wie so ein Clown-Witz. Und es kommen da Leute, 2 Leute dazu. Dann geht die Perspektive auf. Und dann sagst du, Das brauchen dann. wir. Shut up and take my money. Also, die Perspektive kann doch alle. Also, ich Ja, habe aber in ein. der anderen Perspektive, also ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es noch nicht so ganz verstanden. Ich Nein, glaube, die. wenn sie jetzt spricht, würde sie gezoomt. Oder wenn sie Ja, irgendwie eine ja, längere ja, Moderation ja, hält. So. Aber man sieht sie doch. Also man sieht doch ja. alle in diesem Frame. Damit, also. Ja, aber du, das, wenn du jetzt, du bist jetzt Also ich liebe neue Kameras kaufen, Videokonferenz, das soll nicht das Problem sein, aber man du muss bist sich. jetzt halt Zoomi, dann siehst du aber noch, träuft sich andere Kacheln von anderen Zoomis und dann ist halt, verstehst du, das, was wir jetzt im Ja. Großbild sehen, ist ja halt nur eine Kachel von vielen und auf den anderen Kacheln hast du halt nur immer jeweils eine Person und hier hast du halt diesen ganzen Raum und deshalb ist nachher die Dame, die jetzt hinten am Tischende sprechen würde, die wäre halt so 3 Pixel groß dann auf deinem Bildschirm. Es sei denn, die Zoomis würden halt immer sagen, jetzt spricht jemand im Raum, ich ziehe mir das Fensterchen halt groß oder du hast halt irgendwie Zoom auf die Sprecheransicht eingestellt, Ja. sodass das dann halt automatisch groß geht und Du sagst also, der Unique Selling Point ist hier Hybrid. Ich habe mal versucht, die ganze Seite nach Hybrid zu. Hybrid taucht hier überhaupt nicht auf. Oder? Weil Ja. das höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass das so Naja, das ist halt die der Frage, ob die Killer. AmerikanerInnen das halt hybrid. Also, ich weiß nicht, ich würde das jetzt auch nicht kaufen. Ich wollte es mal halt mal irgendwie. Ja. Es ist halt ein System, was bis jetzt irgendwie komplett an uns vorbeigegangen ist, obwohl wir Ja, oft das über stimmt solche wohl. Kameras sprechen. Die Idee ist cool. Also auch gerade Deswegen. dieses, wo war es, dass man irgendwie sagen kann, okay, dieses Correction definitiv. Aber ich bin halt echt, also so. So, weißt du, was jetzt mein Gegenargument wäre, und dann können wir ja Ja. das Thema auch abschließen, Ja, ist, gerne. du hast ja, also egal wie geil diese Kamera ist, du hast ja trotzdem dann nur diese eine Perspektive. Und wenn du dir jetzt halt, okay, 3 von den Dingern hinstellst, okay, dann hast du halt 3 Perspektiven. Das macht die Sache natürlich vielleicht irgendwie Ja, mit besser in dem drei Moment, Kameras aber habe ich auch noch. Ja. trotzdem ist ja diese Kamera, die du dann hast, egal wie geil die zoomt und was sie irgendwie für eine Image Correction hat, die hat ja trotzdem nur diesen einen Blickwinkel, egal wie die jetzt halt, was sie halt kann. It's Und wenn one ich camera. jetzt, it's one camera, so, und das, was ich ja immer mache, ist, ich habe jetzt mein Stativ nicht hier, ne, aber ich nehme halt mein Handy als Raumkamera, stelle es auf so ein kleines Ja. Tischstativ und dann kannst du das halt zum Beispiel für so eine Vorstellungsrunde,
halt einfach auf dem Tisch langschieben und jeder kann das halt mal vor sich hinstellen, kann da kurz reinsprechen und sich halt als Roomie für die Zoomies vorstellen. Und wenn du weißt, du hast halt im Raum wieder Leute, die halt zu längeren Redebeiträgen ansetzen, dann stellst du halt sozusagen diese zweite Raumkamera hin und dann ist das deine zweite Kachel, die irgendwie nicht groß AI gestützt ist, sondern da macht halt sich einfach ein Mensch drum, die halt mal ein bisschen auf dem Tisch hin und her zu schieben. Aber dann hast du halt genau das ohne KI, ohne irgendwie Multi-100-Euro-Kamerasystem und ohne großen Bullshit. Genau, so wie hier. Zweite, ja. Mach halt. Zweite Perspektive, zack, fertig. Achtung, keine AI, kann ich ranzoomen. Und heute reden wir über Tastaturen, die dreckig sind. Ja. Also, gut, es ist natürlich... Dein eigentliches Kamerabild ist jetzt verdeckt, weil da das Browserfenster drüber liegt. Also, zack, zack, fertig, Kachel. Also... Dieses hier, kein Selbstzweck, yada yada, und einkaufen und Geld ausgeben, Geld auf Probleme werfen, ist irgendwie auch diversen Institutionen und Firmen nicht unbekannt. Let's go, hey ho. Aber wenn jetzt sozusagen das Argument ist, wir wollen weitere Perspektive, ja, dann kauf eine zweitere Perspektive. Und auch da... Oder also kauf keine, nimm halt einfach eine Kamera, die du schon hast. Also ich meine, was mir gut ins Konzept passt, ist... fester Raum, weil das ist ja dann der Huddly Room One oder der Huddly Room Small und Big und wie auch immer. Knall das Zeug da rein, es kriegt nicht jeder Zugriff, da werden auch keine Feten gefeiert, das ist nicht der kein Multipurpose Raum, das ist der Nice Zoom Perspective Collab Hybrider Graben, so, du get the idea. Aber dann habe ich das irgendwie einmal fest, dann gebe ich dafür einmal fest Geld aus, alles cool. Aber das kann ich auch anders machen, wenn das das Ziel ist. So. Ja. So, ich glaube, dann haben wir das. Siehst du, wie die Deckenleuchten sich hinten im Whiteboard spiegeln? Ja, großartig, großartig. Ja. Okay. Ja, und so, das, was? Ja. Was kommt als nächstes? Das ist jetzt die Frage. Also wir könnten jetzt noch machen Cloud-Speicher in der Bildung. Können wir glaube ich auch schnell machen. Kriegst du diesen Ursprungströt aufgerufen von Nele Hirsch? Ein Tröd? Das ist auch ein Link. Klickst du drauf, ist ein Link. Ich glaube nicht, dass man sich bei Mastodon groß anmelden muss im Fediverse, um einen Tröd zu lesen. Ah ja, doch. Upsa, aber ich musste mich kurz orientieren. Das ist, du weißt, ja, das genau. Ist, aber da, es muss irgendwas mit Bildung, Social oder so sein. Ja. Ich bin hier voll unterwegs. Okay. So, genau. So. Ne? Also, wie man eine Cloud nutzen kann zur schulinternen, und ich würde jetzt mal sagen, wir machen das mal zur universitätsinternen Kommunikation, welche Erfahrungen es damit gibt. Ja. Und ich habe jetzt da nicht auf diesen Tröd kommentiert, glaube ich jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also wir wollen aber eine Software, die einfach woanders liegt, aka Cloud-Software, auch einfach um da Buzzword-Bingo, Vernichter, die den Zweck hat, Bildungsszenarien umzusetzen. Das ist ja eigentlich alles, was wir wollen. Ja, also dass man in einer Schule, respektive Hochschule, Universität irgendwie Dateien austauschen kann, sich mit Leuten vernetzen kann, irgendwie gemeinsam an Sachen arbeiten kann, vielleicht irgendwie sowas, die Terminverwaltung hat noch, Umfrage und so weiter. So, und da würde ich jetzt halt sagen, es gibt im Prinzip mittlerweile eins, was das alles irgendwie super gut kann, und das ist halt eine Nextcloud. So, und die kann man, ist ja auch ein einigermaßen quelloffenes, frei verfügbares System, oder zumindest eins, was man halt lizenzfrei herunterladen und sich installieren kann. Man bräuchte dann eben nur ein bisschen Hardware dazu, die muss man irgendwo hinstellen, die braucht einen Stromanschluss. Irgendwo muss der Rechner. Genau, die braucht halt in einigermaßen vernünftige Anbindung. Ich würde mal sagen, für eine Schule, wenn man die sich halt selber irgendwo hinstellt und hostet, braucht man natürlich eine Person, die sich so ein bisschen darum kümmert, da mal Updates einspielt. Hat aber den Vorteil, wenn die dann halt in der Schule steht, dann brauche ich ja keine große Verbindung nach außen und wieder zurück, weil die steht ja halt in der Schule. Das könnte auch in Hochschulen natürlich irgendwie ein Riesenvorteil sein. Okay, also von mir aus eine Nextcloud, Moodle kommt natürlich irgendwie, ist irgendwie klar. So, genau. Also was Nextcloud, ich kann, genau, also Moodle wäre so, zerlegen. Genau, also Moodle wäre so ein ähnliches Ding, ist ja auch, soweit ich weiß, irgendwie quelloffen, so dass man das halt runterladen kann und nutzen kann. Für den Support, glaube ich, muss man mehr oder weniger bezahlen, je nachdem, weil keine Ahnung, was für ein Modell da drin ist.
ja, man bräuchte auch eine Person, die das halt macht. Man braucht genauso einen Computer, Stromanschluss, Internet und so weiter und so fort. So, und ich meine, das Dritte, was ich jetzt vielleicht noch irgendwo mit reinstellen würde, Ja. ist, weil das halt einfach in einer mir bekannten Schule halt so passiert, ist halt ein Microsoft Teams oder Ja. sozusagen ein OneDrive, ein Office 365 Plus, ein ich kaufe mir diese Dienstleistung halt einfach Wow, so drei Kandidaten in Freestyle hier einem reingesetzt. bei Okay. einem Diensteanbieter ein. Okay, das wird dann irgendwo gehostet und Also so, naja, und ich so meine, also egal. das Microsoft Teams ist halt definitiv bei Microsoft gehostet. Also Ja. da ist nichts mit, ich mache das selber, sondern das, Ja. da kann ich bestimmt dem Microsoft extra Geld bezahlen, damit ich hier unter den Digital Und Privacy Act oder was auch immer der EU whatever, komme und also. die Server im Idealfall irgendwo in Deutschland oder in Europa stehen. So, also das Teams, würde ich halt mal so behaupten, hat halt Du den kannst Vorteil, kommunizieren, den. ja. Den Gar einzigen kein Vorteil, du Problem. kannst kommunizieren, es funktioniert wahrscheinlich halt immer, ne? Also weil So. du halt einfach dem großen Riesen Microsoft Geld dafür gibst und Ja. der halt sich um alles kümmert, dass du da für dich praktisch unbegrenzt Speicherplatz hast. Also wir könnten jetzt verschiedene Feature-Sets aufbauen. Du hast Verfügbarkeit, Kommunikation, also eins zu viele, Direktkommunikation. Was mir bei allen diesen Systemen auffällt, das mal fällt. Wie und eines der Organisationsgrundelemente von Schulen und Universitäten, Kohorten. Ich habe eine Gruppe an Menschen. Ich habe auf der Kursebene eine Kohorte, nämlich ein aktuelles Seminar im Wintersemester 2022, 2023. Ich habe aber auch eine Kohorte an Studien, also eine Year Off sozusagen, also wenn insgesamt Menschen an- oder aufgehört haben und irgendwann divergiert das ja zeitlich. Das ist kompliziert, so von Datenbank her. So, hast du dann Listen? Ist dann jeder irgendwie mehrfach in einer. Oh, und also hab ich dann einfach irgendwie 113 Massenchats in MS Teams? Wie bildest du so Sachen wie AGs ab? Also, das sind ja dann irgendwie nochmal andere Kohorten oder andere Gruppen. Das ist eine total gute Frage. Also im Moodle ist das, würde ich sagen, alles noch am einfachsten, Für den weil Kurs? Moodle ist halt irgendwie als Lernmanagementsystem mal gebaut worden. Da habe ich sozusagen Ja. meine Kurse. Meine Kurse sind das, was man halt, was früher vielleicht mal im Prinzip ein Schulfach war, ein Klassenraum war, mit einer Lehrperson, mit irgendwie ein paar TrainerInnen vielleicht dazu oder Übungsleiterinnen oder was auch immer und dann halt Ja. den Lernenden, den Teilnehmenden. Was im Moodle irgendwie so über Umwege geht, wie du sagst, wenn ich jetzt so eine ganze Kohorte machen will, ja, ich will halt alle Studierenden irgendwie eines Jahrganges erreichen. Für irgendwelche organisatorischen Mitteilungen haben wir auch Ja. schon gemacht, musst du halt dafür einen extra Kurs machen. Mach halt irgendwie Orga-Kurs Matrikel 2022 und dann müssen da halt Eine alle irgendwie Clique. beitreten und dann kannst du da Nachrichtenforum machen, kannst da teilen, Ja. geht irgendwie alles. Bei Teams, glaube ich, kann man das halt alles über, naja, halt Teams machen, also eben über oder über Kanäle. Ja, Bei was einer mir, Nextcloud weiß ich ja. nicht, also bei einer Nextcloud wüsste ich halt nicht. Nextcloud ist, glaube ich, eben so für so Listen jetzt nicht so wahnsinnig toll. Also da kann ich halt, Ich ich meine, sind wir kann mal da Sachen ehrlich, alle diese für drei Dinge, Einzelpersonen freigeben oder halt per Link teilen. also Nextcloud ist für Dateien, Moodle ist für Kurse und MS Teams ist für Teamkommunikation. Das sind einfach drei Kandidaten. Also das eine ist halt ein Vogel, wenn du dem die Aufgabe gibst, fliegt besonders hoch, da gewinnt der. Wenn du ihr sagst, du bist ein Fisch, taucht besonders tief, da gewinnt der. Und dann gibt es halt von mir aus noch ein Produkt, das ist die Ente, das kann halt irgendwie alles so ein bisschen was. Man muss auch sagen, wenn du mutig genug bist, Moodle wird alles können, weil du es umprogrammieren kannst. Also mit genug Zeit, Geld und Kreativität. Die Frage ist, was kannst du einfach installieren, ohne dass du irgendwie jedes Adventswochenende mit Wartung und überhaupt Setup benutzt? Hat man ja auch durchaus in den ersten Pandemiewellen gesehen, dass irgendwie alle erstmal überfordert waren und Leute Arbeitsbitte ausgedrückt haben und dann Deutsche Post gespielt haben. Also ist, glaube ich, sozusagen ein unfairer Vergleich, je nach Kategorie. Aber Kohorten machen sie alle eher schlecht als recht, muss ich sagen. Naja, ich weiß nicht, Moodle würde ich da vielleicht noch im Vorteil sehen. Ja, Also was okay, aus meiner ja. Sicht total cool ist an der Nextcloud, ist, dass es, je nachdem natürlich, wie ich es installiere, aber dass es halt nicht so ein Silo ist. Also Teams ist halt sehr restriktiv, ne? Ja, ja. Weil, also auch zu Recht,
Moodle ist eben, die Moodle-Systeme, zumindest der Hochschulen, sind ja meistens auch so installiert, dass man von extern nicht draufkommt, was ich immer sehr als Nachteil empfinde, weil man eben nicht mal einen Kurs irgendwie für externe Leute freigeben kann. Dann brauchen die immer noch mal ein extra Login. Ja. Ich meine, was ich in der Nextcloud speichere, kann ich per Link freigeben. Den Link kann ich auch jetzt in einem sozialen Netzwerk teilen und alle Leute, die da irgendwie drauf gucken wollen, können da halt drauf schauen. Und die kollaborativen Editoren sind halt in der Nextcloud eben ziemlich cool. Also das Collabora Office oder Only Office, was es da halt gibt, ist durchaus einem Google Docs oder so ebenbürtig. Aber ich habe halt nicht die Daten irgendwie bei Google, sondern ich habe die Daten halt auf meinem eigenen Server zu liegen. Achtung, jetzt kommt Szenario Hendrik und sagt, moderne Lehre, wie auch immer, ist ja nicht nur Text. Jetzt haben wir auch Videos. Du stellst Videos hoch. Klar, jetzt sag bitte nicht YouTube, weil das ist halt irgendwie die obvious answer. Aber vielleicht erstellt auch der Kurs Videos, weil Metakompetenz, haben wir das schon gehört. Das, also klar, Nextcloud, okay, aber du willst ja nicht, dass regelmäßig Videos auf Teams hochgeladen werden und auch nicht in Moodle. Da springen dir deine Administratoren zurecht im Dreieck. Nee, ja, zu Recht. Also bei Moodle definitiv ja. Ich meine, Nextcloud ist halt, also, würde ich sagen, erstmal kommt auf den Speicherplatz des Rechners an, aber von der Dateistruktur und von dem dahinterstehende technische System wären jetzt große Dateien erstmal unproblematisch. In einem Moodle sind die halt eher problematisch. Ich meine, Moodle ist eben kein Massenspeichersystem, sondern halt ein Lehrmanagementsystem. Bei Teams weiß ich gar nicht. Also ich würde sagen, es halt kommt drauf an, was du da mit Microsoft ausgehandelt hast. Im Zweifel werden die halt sagen, ja, kein Problem, ne? Wir haben ja auf unserem eigenen Cloud also Storage ich will nur sagen, genug Speicherplatz und genug Bandbreite, das ist kein Hit. Es kommt da echt drauf an, was man damit vor und am besten, also irgendwie braucht man ja alles drei. Also, oder ich brauche zumindest den Vogel, den Fisch und von mir aus die Gans, die irgendwie, also es muss ja irgendwie alles miteinander reden. Die Frage ist nur, will ich das, weil es gerade alle anderen haben? Also das Blockchain-Problem sozusagen. Ich will dieses Problem, weil ich will die Lösung darauf. Oder habe ich mir eigentlich überlegt, hey, meine Schüler, wir machen zum Beispiel relativ viel mit Video oder wir machen relativ viel mit beliebige Anwendungen hier einfügen. Oder uns ist wichtig, dass wir diesen Zugriff darauf haben. Oder wir haben ein Landesarchiv um die Ecke und wir machen viel mit denen. Wir hatten irgendwie auch Partnerschulen mit Uni und Industriepartner damals etc. Also welches Problem will ich lösen? Sie hat ja jetzt erstmal nur nach schulinterner Kommunikation gefragt. Ja, da ist, glaube ich, deine Teamantwort, wenn man denn dann, also wenn man Vertrauen hat, dass das passt mit dem jeweiligen Unternehmen. Man kann ja auch was anderes außer Microsoft benutzen. Doch, also diverse Chat, also ob ich jetzt einen Slack benutze oder Oder Rocket Chat oder, ja. Genau, aber alles darüber hinaus. Also ich glaube, das ist eine Frage von vielen und all diese Fragen zählen darauf ein, wie sieht meine Schul-IT oder Uni-IT-Architektur aus? Ja, was ich noch als Nachteil von Moodle irgendwie mit ins Spiel bringen würde, ist, dass da zum Beispiel so die Usability und diese, du hast halt eine Seite meinetwegen und mehrere Leute sollen gemeinsam an einer Seite arbeiten, dass das da halt irgendwie nicht so fancy ist. Also wenn du dann irgendwie so die klassischen Textseiten in Moodle erstellst, dann kapieren schon immer irgendwie die meisten nicht, wo man überhaupt da hinklicken muss, um Bearbeiten einzuschalten. Dann kann auch immer nur eine Person irgendwie ernsthaft zu einer Zeit daran arbeiten. Dann ist das auch alles irgendwie so ein nicht so sehr intuitiver HTML-Editor. Und also man sieht da noch so unten drunter sehr, sehr, sehr arg das HTML-Interface. Wobei eigentlich, also es gibt ja moderne oder andere Moodle-Versionen, also nur weil der aktuelle Release der heimischen Uni eine gewisse Version hat, heißt das ja nicht, dass das die aktuellste ist. Aber Grüße an die Administratoren, die geben sich immer sehr viel Mühe, Dinge grundsätzlich am Laufen zu halten, weil wäre das nicht der Fall. Also Shoutout an unser Rechenzentrum in Magdeburg. Wir haben das beste Rechenzentrum der Welt. Wir sind immer sehr, sehr, sehr dicht an den aktuellen Versionen. Also es ist halt doch schwer, irgendwie muss in den Releases bleiben und oft sagt man ja auch, man will in einer gewissen Release-Version erstmal dranbleiben. Aber off-topic, schwierig. Es gibt keine eierlegende Vollmilchsau. Also das will ich eigentlich nur damit sagen. Also wenn Kohorten kein großes Feature sind, würde ich sagen, Nextcloud. Ja, aber
Kohorten, du brauchst immer Kohorten. Was? Und, naja, ist egal. Oder, ich weiß nicht, also wahrscheinlich, ich keine Ahnung, wie du sagst, wir können kein abschließendes, wir können keine abschließende Empfehlung geben, ja. Es gibt ja auch irgendwelche kleinen Chat-Systeme. Aber ja, jedes Mal, wenn sich meine Kamera abschaltet, müssen wir das nächste Thema machen. Das ist so eine Regel. Ganz genau. Das ist ja der harte Reminder zum Themenwechsel. Lass uns noch in das Video von Robert Kenner reinschauen. Das geht nämlich ziemlich präzise 10 Minuten. Und ich würde vorschlagen, weil ich ja nicht höre, was da drin vorgeht, dass du die Untertitel anmachst, sodass ich lesen kann, was passiert. Ja, ich glaube, wir können da tatsächlich... Ah, nee, stimmt, du hörst es in jedem Fall nicht. Never mind. So, lass mich erstmal den... so. Ich muss mich jetzt erstmal organisieren. Und dann würde ich sagen, wir lassen es einfach durchlaufen. Ich habe ihn freundlich um... oh, nice. Du hast gefragt. Um Erlaubnis gebeten, dass wir das Video zeigen dürfen und... Oh, cool. Direkt abonniert. So, dann würde ich sagen, dann... Ich sehe jetzt im Moment noch Christian Spannagels Tweet. Oh, warte mal. Ja, Moment, das, ja, guter Punkt. Also ich sehe deinen Mauszeiger sich bewegen, aber offensichtlich, ah ja, okay, jetzt funktioniert es wieder. Halt, stopp. Wir wollen das alles. Wenn du ihn gefragt hast, dann, ich kann ja gerne den Unterschied anmachen, aber dann würde ich es mir richtig anhören. Ja, genau. Hör du es richtig an, sodass die Zuschauer es auch hören. Und ich versuche nicht allzu viel drüber zu quatschen, aber ich möchte es natürlich kommentieren und das so, damit ich weiß, an welcher Stelle ich was sagen kann. Und du natürlich auch sehr gern. Okay. Du weißt aber, dass wir für ein 10-minütiges Video hier eine Stunde sitzen. Nee, deswegen sage ich ja, lass es halt auf jeden Fall einfach in jedem Dings durchlaufen. Mach vielleicht unten noch das Nextcloud Moodle MS Teams weg. Ah ja. Falls das jetzt auf die Schnelle geht. Na klar. Achtung. Weg. Zack, ist ja natürlich überhaupt gar keine Frage. Also der Greenscreen ist schon mal ultra clean. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht Stunden. So, wir hören rein. Welcome to my presentation on making effective videos for live online learning quickly. My name is Robert Kellner and I'm Professor of Physics at the Technical University of Applied Sciences. Also ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Erstmal so vom... Ja. Lass ruhig laufen, ne? Also, weil sonst brauchen wir Problem ist, dass du, also die im Stream hat man jetzt zwei Audiospuren, nämlich ihn und dich und man hört beides dann nicht. Ja, weiß ich auch nicht, wie wir es jetzt machen wollen. Dann machen wir es ohne Ton. Wir haben den, also es geht ja um die Optik und um den Workflow. Ja, genau, dann machen wir es ohne Ton. Ja, weil sonst. Und sozusagen nur mit den Untertiteln. Also ich finde es. Bullring. I'm in. Genau, also er holt erstmal alles so ein bisschen ab. Wozu brauchen wir das? Ne? Wir wollen halt irgendwie neue, interaktive, modernere Lehrformate machen, die auf den Austausch mit den Studierenden fokussieren. Ja. Flipped Classroom, Peer Instruction. Brauchen wir natürlich auch irgendwie Räume dafür. Ja, so Just-in-Time-Teaching, dass man halt immer erst genau zum richtigen Moment die Instruktion gibt, passend dazu, was halt gerade passiert. Gibt ein bisschen Forschung, die halt zeigt, dass das irgendwie funktioniert. So, jetzt, weil du gesagt hast, ultra cleaner Greenscreen. Wenn er jetzt rüber geht, sieht man halt... Ja, habe ich auch gerade gesehen. Geht so. Er hat nachher noch ein Behind-the-Scenes. Aber finde es trotzdem sehr geil, weil man halt irgendwie sehen kann, was man eben dann mit... und das ist ja so ein bisschen die Storyline von dem Video. Ja. Baue es halt einmal vernünftig auf, sammle ein ganz bisschen Erfahrung mit dem Setup und dann mach halt damit das... gut und schnell und in hoher Qualität trotzdem geht, diese Videos zu produzieren, darfst du zeichne erzählen? Sie halt so auf, wie wenn es live wäre. Darfst du erzählen, in welchem Kontext er die, wahrscheinlich, das ist ein Konferenzvideo, also das war ein Beitrag für eine Konferenz und aufgrund der Zeitverschiebung war, glaube ich, so eine Online-Hybrid-Konferenz, aufgrund der Zeitverschiebung. Ein mega Konferenz-Paper-Video. Also wenn du überlegst, wie das sonst, das wird in Zoom schnell aufgenommen und nie wieder einmal angeguckt. Audio, Visual, okay, love it. Und ich glaube, der Talk wäre irgendwie nachts zu irgendwie einer sehr ungünstigen Uhrzeit gewesen, deswegen hat er entschieden, das halt voraufzuzeichnen. Haben die das in der Uni aufgenommen?
Das ist halt eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich will jetzt auch nicht zu viel hinter den Szenen rum. Ich glaube, ich schreibe ihn mal. Also ich bin ja immer mega interessiert, weil es gibt so Einstellungen, da passt alles sehr gut. Remove Distractions, okay. Ja, geht jetzt so auf ein paar grundlegende Dinge ein, die ich, jetzt in meinem Kontext gar nicht so wahnsinnig wichtig sind, weil ich ja selten so folienbasierte Videos mache, sondern ja eher so eben alles handschriftlich mache und dann so das, was ich zeige, im Entwickeln zeige und dabei Darf ich mal beschreibe. Oder willst du die alles? Ja, sehr gern. Mach mal ruhig. Die Inhalte und Redundanzprinzip etc. klingt schon, also das werde ich mir auf extra nochmal anschauen. Ich will natürlich jetzt den Behind the Scene, ne? Also dieses wie machen andere das? Und jetzt okay, er hat einen Atom Mini. Das heißt, Controls haben wir auch schon mehrfach. Wie sieht sein Greenscreen aus? Okay, der ist natürlich, der ist nicht perfekt ausgeleuchtet. Der ist nicht ebenmäßig grün, weil er unterschiedlich ausgeleuchtet ist. Der hat die eine oder andere Falte. Was wir aber hier sehen, es ist egal, es funktioniert trotzdem. Interessant wäre natürlich, wie die echte Umgebung bei Ihnen aussehen würde. Weil echte Umgebung, ich meine, gut, das ist jetzt ein bisschen heuchlerisch, weil wir benutzen auch Greenscreens, aber echte Umgebung hat schon auch was. Und selbst wenn so ein echtes Grün. Wenn sie denn Instagram-able ist, ja. Ja. Oder wenn man eine weiße Wand hat, guck mal, man kann auch echte Umgebung faken. Wenn man eine weiße Wand hat und mit ein bisschen Klebestreifen, wie du sagst, künstliche Perspektive ranklebt und ein schickes LED-Licht in den Hintergrund steht. Also ich meine, das hat super funktioniert bei uns. Und ich meine, wenn ich jetzt, Ja, und zum Beispiel diese Sachen, ne, was er jetzt macht, finde ich auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, ne, du kannst dann halt entweder du bist halt hinter den Folien oder bist halt vor den Folien, verdeckst halt Sachen. Und jetzt macht er das, weiß ich nicht, wie er das technisch gemacht hat, das halt auch transparent. Also, dass du halt da so ein bisschen wie so virtuelles Lightboard eben Sachen zeigen kannst. Naja, und ich meine, Grafik ist transparent. Das wird eine SVG oder so sein. Das geht schon. Ja, aber du musst es ja erstmal irgendwie in Fahrt rendern. Ja, aber das ist nicht das Problem. Also, okay. Das ist wirklich, da muss man eigentlich nur in der Software, also in OBS oder in einer anderen Post-Production-Software, die Layers, die Ebenen Photoshop-mäßig hinbekommen. Das habe ich aber auch schon nachgebaut. Also das ist tatsächlich weniger kompliziert, als man denkt. Ja. Ja, und das sind jetzt genau die Sachen, die ich, wo wir mal übers Lightboard gesprochen habe, zum Beispiel, dass du halt sehr schön Sachen zeigen kannst, damit so ein bisschen interagieren kannst und ebenso gestikulieren kannst, Sachen mit den Händen zeigen kannst. Ja. Ich würde ja dann sowas trotzdem einfach in meiner Quick and Dirty Produktionsweise mit einem Tablet aufschreiben und dann halt hinzeichnen. Aber das ist effektiv ein OBS. Screen oder irgendwas in die Richtung. Bestimmt, Mit einer Best Effort, also du siehst es an dem T, da hast du so ein paar Artefakte, weil die Outline von dem Buchstaben nicht ganz optimal ist. Du siehst es auch an der, also die Outline, also die Achsen haben auch so einen ganz leichten, aber das ist das ist quick and dirty, bitte entfernen alles, was weiß ist, plus 10% Graustufen. Und dann erhältst du schon so ein Ergebnis. Ja. Cool. Ja, bei Schrift sieht man es tatsächlich relativ klar. Nice. Ja, okay, und die Take-Home-Message ist, richte es einmal ein, du hast halt, ne, da wird jetzt OBS. Auf OBS verwiesen, ne? Du hast halt ganz viele Möglichkeiten und wenn du es im Prinzip dir so gebaut hast, dass du halt damit live streamen könntest und halt im Livestream diese ganzen Effekte hinbekommst, dann zeichne halt so auf, wie wenn du es live machen würdest, weil du könntest natürlich auch alles im Post machen, aber dann sitzt du halt ewig da, um das alles dann irgendwie nachträglich in der Videobearbeitungssoftware halt hin und her zu schieben. Aber so wie ich jetzt, ich könnte mich ja jetzt sozusagen auch oder uns groß machen und darüber reden, was OBS ist. Also es ist ja genau der gleiche Trick, nur dass das einfach ausgeleuchtet ist und jetzt hat man den Greenscreen im Greenscreen. Also das geht, das
kriegt man hin. Also das kriegt man auch live hin. Wir machen es ja auch gerade genau live. Ja. Ja. Und ich meine, er hat es ja auch live aufgenommen sozusagen. Und wenn er eh schon er wollte es, also ich, das Ding ist, er hat es, glaube ich, in 2-3 Teilen aufgenommen oder zumindest am Ende ein bisschen geschnitten, um präzise diese 10 Minuten zu halten, die da von der Konferenz vorgegeben waren. Und ich meine, klar, das ist natürlich vielleicht so, wenn du halt so ein ganz hartes Zeitlimit hast, die größte Schwierigkeit zu sagen, ich spreche präzise 10 Minuten. Schreibst du Text vor, weißt du ganz genau, auf wie viele Sekunden du rauskommst. Gar kein Problem. Ja, aber ich meine, dann ist es halt, dann hast du natürlich trotzdem, also dann hast du halt arg hohen Vorbereitungsaufwand. Aber ich weiß genau, was du meinst. Also dafür ist es haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Wenn ich sehr kurze, sehr gute, sehr knackige, prägnante Videos haben will, dann schreibe ich mir auch einen Text vor und versuche mir den zumindest für die Minutenstücke, die ich dann aufzeichne, irgendwie so in ansatzweise im Kopf zu behalten. Und wir haben ja letztens auch ein Video mit unserer Medienkommunikation zur Marketingabteilung aufgenommen und da hat dann am Ende der Kameramann zu mir gesagt, Matthias, das war jetzt super, aber jetzt sag's noch mal so, dass es nicht ganz so auswendig gelernt klingt. Bau bitte noch mal das eine oder andere Füllwort ein. Nee, aber ist schon total okay. Also was ich, also das ist so ein bisschen die Sache, ne? Und dann zeichne so auf, wie wenn es live wäre. Du sparst halt doppelt und dreifach Zeit in der Postproduktion. Weil man eben nicht dieses ganze Schneiden hat und weil man diese ganzen Effekte, wenn man sie dann halt irgendwie live mit reinbaut, eben auch direkt Audio und Bild eben synchron hat, das nicht nochmal irgendwie nachvertonen muss und nicht nochmal hier und da ansetzen muss und diese ganze Sache. Es verrutscht nichts. Du hast, ja, also klar. So, also, bedingt natürlich... Genau, bedingt natürlich, dass man halt super erfahren sein muss, A, mit der Technik und B, halt auch super erfahren im Sinne von, dass ich eben so gut in meinem Thema bin, dass ich mich halt 10 Minuten hinstellen kann und da mal so eben aus der Lameng irgendwie dieses Thema erzähle. Du versuchst jetzt auch noch technisch was hinzubauen? Nee, aber ich will einfach nur zeigen, wie es bei uns aussieht. Also ich meine, mein Grün sieht ein bisschen anders aus als dein Grün. Jetzt, dich schneide ich halt irgendwie rein. Jetzt könnte ich halt sagen, okay, dann ziehe ich irgendwie noch hoch und es kommt irgendwie was Blaues runter. Auch ein schönes Beispiel kann ich jetzt machen und kann mich rumdrehen, weil ich das Mikrofon anhabe. Ich könnte aus dem Bild laufen. Es passt dann zusammen und das ist irgendwie, entweder man wirft das alles zufällig aufeinander oder man überlegt sich, was möchte ich denn virtuell lehren? Und wenn du sagst, ich habe viele Schaltungen, ich muss zeichnen, Drawing Board. Wenn ich jetzt aber sage, eigentlich brauche ich das nicht, ich will mich bewegen, und wenn das Mikrofon hier ist oder da, dann wäre das falsch, weil er hat sich jetzt auch relativ viel bewegt. Das muss zu dem Format passen, das muss zu dem Inhalt passen und das muss zu dem passen, wie der Lehrende, der Professor, die Dozierenden, wie auch immer, sich auch wohlfühlen. Und dann entsteht da, wär so für mich die notwendige Bedingung. Und da muss er noch richtig sein. Das ist vielleicht auch noch eine notwendige Bedingung. Fachlich richtig, definitiv. Ja, und ich meine, was man an dem Video sehr schön sieht, es ist halt kein perfekt glatt hängender Greenscreen. Es ist jetzt nicht die super drei Softboxen und noch irgendwie hier das Headlight von oben, damit man die Haare sieht. Ich brauche das ja nicht. Ich brauche kein Licht von oben, aber also, du weißt, was ich meine. Nee, es gibt ja auch mal diesen Scheinwerfer, der von hinten so über den Kopf strahlt, damit man... Also wenn ich jetzt das hier ausmachen würde, das ist nur das Licht für den Greenscreen. Eigentlich wäre da auch noch eins und das ist eine eigene nur für den, also du willst eigentlich Person, aber deswegen sage ich immer, Christian, es ist viel zu viel Aufwand für diesen künstlichen Effekt. Und das Auge sieht das immer, auch dass wir zwei nicht im gleichen Raum sein können. Tom Scott hat ein großartiges Video darüber gemacht, warum man das wird das Auge und das, man weiß vielleicht nicht genau, was los ist. Das werden wir auch immer meiner Meinung nach besser können als die GPTs 400 dieser Welt. Man weiß nicht genau, was falsch ist, aber man weiß, diese beiden Personen oder was wer auch immer sich trifft, sitzen nicht im gleichen Raum. Das ist keine echte Palme im Hintergrund. Vor allem, wenn sie zu gut aussieht. Ja, ist wahrscheinlich was dran. Na, aber so bei ihm, also manchmal, wo er gleich am Anfang des Videos irgendwie von links nach rechts geht oder in die andere Richtung, sieht man halt, da sieht er, also ich meine, wir werden jetzt auch beide angeleuchtet, trotzdem sehen wir nicht ganz so krass angeleuchtet aus.
Manchmal sieht man das halt, aber nichtsdestotrotz ein Video, was ich definitiv allen Leuten, die nochmal in ihrem Leben jetzt irgendwie Videos aufzeichnen wollen, empfehlen werde, weil es in 10 Minuten die ziemlich wichtigen Punkte ziemlich gut zusammenfasst. Ich mag vor allem so dieser Realitätscheck, dass man sagt, Leute, es ist eben, ich mache das alleine, das ist 3 Klicks und ich nehme auf und dann purzelt da am Ende ein Video bei raus. Genau. Und dann hast du wenigstens halt wenig Aufwand, das halt aufzuzeichnen und irgendwie am Ende zusammenzuschneiden. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, dann kommt ja auch nochmal der richtige Aufwand, das irgendwo vernünftig hochzuladen. Dann muss ich dem Titel geben, ich muss dem Ganzen eine Videobeschreibung irgendwie geben. Ich muss da Metadaten drunter schreiben. Was bei mir irgendwie gefühlt ewig dauert, ist halt so immer so sinnvolle Kapitelmarken darunter zu schreiben. Ne? Ja. Halt so ein Thumbnail zu machen für die Videoplattform, wo nochmal irgendwie die Schlagworte des Videos halt drin sind. Was total spannend ist, aus der Nichtlehrenden oder aus der allgemeinen Sozio-Influencer, YouTube, wie auch immer, also wenn man sozusagen keine Lehrvideos macht oder nicht primär, da wird sich zuerst über all das, was du gerade gesagt hast, Gedanken gemacht. Es gibt YouTuber, die sagen von sich selbst, sie machen sich zuerst Gedanken über das Thumbnail, worauf würden Leute klicken, und dafür produzieren sie hart gesagt ein Video. Und das ist natürlich bei uns ganz anders und genau andersrum, weil in der Woche 3 brauche ich nun mal den Zweigstrom, also muss ich ein Video über Zweigstrom machen und nicht das Video über die Wünschelrute, da tauchen zwar auch Zweige drauf. Warum Wünschelrute? Also das ist halt leider kein akademischer Inhalt, jedenfalls nicht fürs Elektroingenieurstudium. Aber man kann sich Elemente aus dieser ach so fremden Welt nehmen und leihen oder dankend andere wieder zurückgeben und sagen, nee, Metadaten ist mir egal. Das Video wird gefunden von den Leuten, weil ich stelle das in meinen Kurs und das wird angeguckt. Fertig. Ein sehr schönes Schlusswort. Damit sehr sollten gut. wir die heutige mit Folge. Stunde 50 absurd lange. Also, ich habe mir jetzt die letzten Wochen sehr viele, das ist ein ganz kleiner Übergang, ein kleiner Werbespot noch Richtung unseres nächsten Streams. Der am, kannst du das Datum raussuchen? Wir streamen im Januar 2-mal. Und wir streamen einmal einen Meta Work With Us Stream, da freue ich mich sehr drauf, wo wir zusammen unsere Agenda und unsere groben Punkte für den 2. Januar-Stream zusammenfassen und uns mal vorbereiten. Das ist jetzt irgendwie die 29., 28. Folge gewesen und wir haben immer so ein paar Punkte. Heute war es die 27. Die 27. Und haben dann die Möglichkeit für eine, ist das eine Konferenz, eine Veranstaltung, eine digitale Veranstaltung, uns mal vorzubereiten, was wir denn eigentlich machen wollen. Und wir wollen uns darauf vorbereiten, anderen Personen Twitch und auch Livestreams näher zu bringen. Genau, und diese Vorbereitung findet statt am Mittwoch, dem 11. Januar um 15 Uhr. 11. Januar, sehr gut. Und, die eigentliche Konferenz ist dann eine Woche später am 18. Januar um 16.15 Uhr. Genau, und da wollen wir zum Beispiel nicht mit Awkward Silence anfangen, sondern mit einem Pre-Stream-Lobbyraum. All das, was wir immer predigen und auch teilweise zeigen, wollen wir auch dort umsetzen. Zum Beispiel die fehlende Musik, die ihr jetzt nicht hört, weil sie nicht an ist. Insofern sehen wir uns nächstes Jahr mit Bits and Bytes oder Educational Bits and Bytes. Vielleicht nennen wir uns im nächsten Jahr einfach mal um. Irgendwie. Edu-Bits ist, glaube ich, genauso generisch wie Bits and Bytes. Dann können wir auch dabei bleiben. Zeigt aber, und das war mein eigentlicher Punkt, ich habe mir auch ein paar andere Streaming-Daten angeguckt, auch das wird Thema sein. So der durchschnittliche Stream in den informellen Kategorien, also irgendwie PC bauen, programmieren, lernen, der ist deutlich über 2 Stunden. Wir haben jetzt irgendwie eine Stunde 51, wir sind ja schon, das ist ja doch schon relativ lang. Eigentlich fangen jetzt Streams erst so richtig an, weil jetzt würden wir irgendwie erst anfangen, dass sozusagen Leute darauf reagieren könnten. Und erklärt eben auch, dass man niederschwellige Formate braucht und nicht die 90-minütige Vorlesung, weil da hast du nach 35 Minuten einen dicken Kopf und überlegst in der 50. Minute, was gibt es in der Mensa. Und dann hast du aber leider noch 40 Minuten vor dir und Streams funktionieren einfach anders. So, das war mein zweites Schlusswort. Damit genug von uns. Habe ich noch ein Intro? Ich feuer das Intro jetzt noch raus. Also das ist eigentlich ein Outro. Und, das ist immer falsch, weil meine Szene einfach, egal. There's more to that. Habt eine gute Woche, wir haben erst Montag und damit genug von uns. Ciao. Ciao, ciao.